Oh, moin moin ihr Lieben und herzlich willkommen zu Follow on Tour, dem Podcast für jedermann, Frau und alles dazwischen. Ihr Lieben, es ist mal wieder soweit. Ich habe wieder einen Gast bei mir, den Ulrich Eckert habe ich heute hier und ich bin sehr, sehr froh und sehr, sehr gespannt auf das, was wir heute so alles besprechen werden. Ich habe hier eine lange Liste, ja, und ich habe richtig, richtig Bock. Ich hoffe, Ulrich, du auch. Aber ein, zwei Sachen wie immer vorweg. Ihr kennt das Spiel. Lieben, wenn ihr hier heute irgendetwas mitnehmen könnt, ja, und sei es wirklich nur der kleinste Gedankenanstoß, dann würde ich mich sehr darüber freuen, wenn ihr bei dem Video ein Like hinterlasst, wenn ihr kommentiert, damit wir in den Austausch kommen, das ist unendlich wichtig, damit man auch was dazulernen kann. Ja, wenn ihr das Ganze auf sozialen Medien teilt, wäre das natürlich klasse. Wenn ihr den Kanal abonniert, wäre ich euer größter Fan, ja, und zu guter Letzt, und das sage ich ja jedes Mal wieder, wenn ihr das Ganze an einen Freund oder eine Freundin weitergeben könntet, weil Mund-zu-Mund-Propaganda ist nun mal die beste Werbung, die man kriegen kann. Und das wirst du, Ulrich, wahrscheinlich auch sehr, sehr gut wissen als eigener Podcast-Inhaber. So, das ist nämlich ein Thema, was wir heute beschnacken wollen. Und ansonsten, ihr Lieben, ihr wisst auch, dass ich jedes Mal nochmal auf die letzte Folge so ein bisschen eingehe. In der letzten Folge hatte ich den Kevin bei mir, Jungunternehmer, der so ein bisschen über seinen Weg zu seinem jetzigen Status, sage ich mal, erzählt hat, wie das so ist als Jungunternehmer, was er für Hürden bis jetzt in seinem Leben so hatte. Und ja, einfach eine richtig, richtig geniale Folge. Ich konnte wieder selbst für mich eine Menge mitnehmen und ich glaube, das könnt ihr auch. Von daher auch gerne da nochmal reinhören. Würde ich sagen, Ulrich, let's go. Let's go. Ich mache das ja immer so mittlerweile, dass ich den Gästen, die ich habe, dass ich denen vorher so ein paar Fragen stelle, weil ich möchte, dass die Zuhörer und Zuschauer so einen kleinen Eindruck davon bekommen, wer bist denn du eigentlich, ne? Und ein Gefühl dafür kriegen, okay, wer sitzt denn da und wen haben wir da vor uns? So. Und entsprechend gibt es immer so ein paar Fragen und ich würde da direkt mal, oder beziehungsweise Sätze, ja, und ich würde da direkt mal loslegen und du steigst einfach ein, ganz spontan und guckst mal, was dir da so in den Sinn kommt. Ja, schauen wir mal. Ja, okay, pass auf. Also, erstes Ding. Wenn Geld keine Rolle spielen würde, dann? Wäre das, ja, also zunächst ist die Gesundheit von mir, von meiner Frau, von meinen Kindern und Enkelkindern, also ich bin ja schon Opa, das Wichtigste und da interessiert mich auch Geld nicht. Okay, alles klar. Weißt du, normalerweise kommen dann Leute um die Ecke und sagen, wenn Geld keine Rolle spielen würde, dann kaufe ich mir als erstes eine Yacht. So ungefähr. Aber ich finde das spannend, ne? Also wahrscheinlich ist das so, dass irgendwie mit dem Alter man weiser wird und das dann auch wirklich stimmt. Ja, und ja, nicht nur die Haare werden weißer, sondern auch ja, das Verständnis. Und wie soll man sagen, ich hatte mal mir mein Genick gebrochen. Ich hatte zwei Wirbel durch und wurde dann in einer Notoperation wieder hergerichtet. Und die Chance, dass ich überlebe, war damals sehr, sehr gering. Das ist ungefähr 12 Jahre her. Und da lernst du oder lernte ich, die Dinge wertzuschätzen, die ich vorher nicht wert, vielleicht nicht so wichtig, die nicht so richtig wertgeschätzt habe. Ja? Und ja, da war früher war es natürlich auch so, Auto, Fernseher und noch ein bisschen größer und das Schnellste und also, kennt man ja, höher, schneller, weiter. Ja? Und durch diese Erfahrung, die ich machen durfte, und ich sage wirklich durfte, das war ein sogenannter, ja, wie heißt es, Game Changer für mich, ja, oder Life Changer ist, glaube ich, noch besser, habe ich erkannt, dass es vielleicht noch wichtigere Dinge im Leben gibt als einen großen Plasmabildschirm. Ja, dann hast du recht. Bin ich total bei dir, auf jeden Fall. Ja, spannend. Du, ich habe noch eine für dich hier. An wen denkst du, wenn du an erfolgreiche Menschen denkst? Ich denke da an Menschen, die, also jetzt nicht speziell einen einzigen, Einzelnen, sondern ich denke an Menschen, die das Wort erfolgreich so für sich definiert haben, dass es nachher zu ihrem Lebensstil passt, ohne dabei anderen Menschen zu schaden. Okay, was meinst du damit im Detail, das Wort an ihren Lebensstil anpassen? Also es gibt Menschen, die sagen, Erfolg ist für mich, kann ich an meinem Bankkonto beispielsweise definieren, ja, und dann sagen die, ich bin erfolgreich, wenn ich 1 Million habe, zum Beispiel.
Ja? Und Leute sagen, oh, 1 Million ist ja richtig viel Geld. Also wenn du in München wohnst, dann ist 1 Million relativ wenig, muss man auch dazu sagen. Ja? Also das heißt, manche machen es an materiellen Dingen fest oder am Bankkonto. Andere, die beispielsweise, die betreiben Vanlife, ja, haben relativ wenig Geld, sind so digitale Nomaden, ja, und die sind erfolgreich, weil sie das, was sie in ihrem Leben umsetzen wollten, auch umgesetzt haben. Mhm. Und die machen es nicht am Geld fest, sondern die sagen, ich bin relativ frei, weil so frei sind wir ja nie für so wirklich, ja, und ich mache das, was ich machen möchte, und ich habe mich dem Korsett der Gesellschaft entzogen. Sprich, du musst einen 9-to-5-Job haben und am besten eine Wohnung oder ein Haus, ja, am besten noch Eigentum und 2 Kinder und 2 Autos und alles ist super, ja. Nee, die machen einfach das, weil sie Lust und Laune drauf haben, und das finde ich gut. Also Erfolg ist für mich, mach das, was dir Spaß und Freude bereitet. Klasse. Und wenn du damit dann noch Erfolg hast, umso besser. Und die meisten, die so leben, haben auch Erfolg damit. Mhm. Spannend. Es ist witzig, dass du das sagst, weil ich persönlich peu à peu auch immer mehr in diese Richtung gehe, die du gerade beschrieben hast. Ne? Also für mich selbst beispielsweise, ja, ich möchte in meinem Leben eine Menge Geld verdienen, und ich möchte auch definitiv materielle Dinge haben, einfach weil sie einem das Leben erleichtern und helfen können im gewissen Maße. Aber ich merke selbst für mich, dass genau das, was du beschrieben hast, nämlich die Dinge zu tun, die man liebt und die man mag und die einen irgendwie weiterbringen und einen erfüllen, dass das Stück für Stück für Stück immer mehr Wert in meinem Leben einnimmt. Und das sage ich mit meinen noch jungen 30. Ne? So, da findet gerade ein gesellschaftliches Umdenken statt. Mhm. Also beispielsweise, ich helfe jetzt meiner Tochter gerade, dass sie einen Van ausbaut, weil sie Vanlife betreiben möchte. Also ich mache das. Und dann sagt sie, ja, ich brauche auch nicht so viel, es reicht mir die paar Quadratmeter in meinem Van, die reichen mir völlig aus, und das ist in Ordnung. Und Hauptsache, ich kann das machen, was ich machen möchte. Ich kann den Sonnenaufgang in der Früh sehen, ich kann den Sonnenuntergang am Abend sehen, ich habe ausreichend zu essen, und ja, das ist alles okay für sie. Spannend. Sehr, sehr spannend. Weißt du, was witzig ist? Ich habe selbst auch einen Van und ich mag den Lebensstil. Ja, großartig. Ja, aber das stimmt, es ist genauso, wie du sagst. Ne? Also irgendwie, das nimmt mehr und mehr Anteil in meinem Leben und Wichtigkeit in meinem persönlichen Leben ein. Entsprechend, wie du es beschrieben hast, das trifft den Nagel auf den Kopf. Also absolut. Ja, und man kann halt, wenn man jetzt Vanlife betreibt oder irgendwelche anderen Dinge, die einem Spaß machen, die kann dir auch niemand mehr nehmen. Egal, welches politische System kommt, egal, ob du später arm oder reich bist, völlig gleich, ja. Dir kann das niemand mehr nehmen, wenn du dann im Fernsehen irgendeinen Film schaust und dann sagen kannst, da war ich schon mal. Ja, und damit Erinnerungen verbindest, positive hoffentlich, ja. Aber das ist doch allemal besser als für, was ist der Mindestlohn jetzt, 12,50 Euro oder sowas, ich habe keine Ahnung, ja, irgendwie einen 9-to-5-Job zu haben, und wenn du dann mal stirbst, fragst du dich, was hast du dein ganzes Leben denn über gemacht? Mhm. Also wenn du mal so diese zurückblickst, also wie gesagt, macht nur das, was euch Spaß macht, und dann werdet ihr auch zwangsläufig Erfolg haben. Das ist halt so, was nutzt mir denn, wenn ich einen Job habe, der mir keinen Spaß macht, und dann strahle ich das jetzt ja auch feinstofflich aus, dass er mir keinen Spaß macht, ich werde nicht erfolgreich sein, und jetzt wird es ein bisschen esoterisch, und das Universum schickt dir genau die Antwort zurück, die du haben möchtest. Ja, es ist aber, wie du sagst, ne? Also du sagst jetzt, es ist ein bisschen esoterisch, aber das ist genau der Punkt, also es kommt auch immer darauf an, wie definiert man Erfolg für sich, ne? So, der eine definiert es eben, wie du sagtest, komplett materiell, der nächste spirituell, der andere mit noch irgendwie wieder was anderem, so, und für mich persönlich ist es eine Kombination aus allen Dingen. Ne? Absolut. Also es geht bloß darum, dass es nicht auf Kosten anderer sein darf, meiner Meinung nach. Mhm. Absolut, das ist sowieso, also das sollte man sich sowieso aus dem Kopf streichen, ne? Also irgendwie das eigene Wohl über das andere von anderen stellen und anderen damit irgendwie schaden und wehtun, das sollten wir komplett mal rauslassen aus dem ganzen Kontext hier. Absolut. Aber ja, genau. Du, ich hab noch eine weitere Frage. Wer ist dein absolutes Vorbild?
Hast du ein absolutes Vorbild? Muss nicht mehr leben, kann, also, ne, oder vielleicht auch drei verschiedene. Hast du überhaupt ein Vorbild? Wie sieht das da aus? Ja, Vorbilder aus verschiedenen Lebensbereichen. Das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen kitschig an, aber meine Mutter zum Beispiel. Ja? Meine Mutter, die hat eine, wie soll man sagen, recht einfache Ausbildung gehabt, warum auch immer. Ihr Vater war Zahnarzt und meine Oma hat die Praxis geleitet. Dann hat meine Mutter meinen Vater kennengelernt, der damals bei der Flugsicherung in Frankfurt arbeitete, am Airport. Und irgendwie fand meine Mutter das nicht so cool und hat gemeint, du, warum studierst du nicht irgendwas? Und da wollte er Physik studieren, ich glaube Physik war es, und ist dann auch auf Zahnmedizin umgeschwenkt. Und da haben die wirklich, waren die wirklich sehr, sehr erfolgreich, A, finanziell, B, natürlich auch, dass sie beide helfen konnten. Und was meine Mutter immer machte, war, auf der Höhe der Zeit zu sein, und zwar auch privat, im privaten Bereich. Sie hat nie gesagt, oh, ich bin jetzt, was weiß ich was, 60 Jahre alt und Computer, alles Teufelszeug, kenne ich mich nicht mit aus, ja, und so weiter und so fort. Sie interessiert sich für ETFs. Sie ist, ich weiß, ich kann mich 100% auf sie verlassen. Also, und das Ganze mit einer Gelassenheit. Und das ist es schön dabei, mit einer Weitsicht. Und wenn ich sie um einen Ratschlag bitte, bekomme ich einen, der uneigennützig ist. Das ist faszinierend. Und sie hat mich und meinen Bruder immer unterstützt bei Themen, die sie vielleicht auch nicht so ganz verstand. Also Generationsthemen. Ja, warum macht er das jetzt? Was spinnt er jetzt? Also ich habe ja ein sehr bewegtes Leben, unter anderem auch Heilpraktiker für Psychotherapie und habe damals meinen IT-Job, meine Firma aufgegeben. Und da haben auch alle gesagt, sag mal, spinnt er jetzt? Ja. Und meine Mam sagte dann, ey, wenn du das machen möchtest, dann ist das in Ordnung für mich. Ja, mach das. Und ich finde es cool, dass du andere Dinge tust. Und das finde ich halt schön, auch immer weiter zu lernen und nicht nur stehen zu bleiben und sagen, gut, ich habe jetzt meine Ausbildung, mein Studium oder was auch immer hinter mir und ich werde nichts mehr lernen, ich mache meinen Job, ja, sondern eine gewisse Flexibilität an den Tag gelegt hat. Und das finde ich richtig, richtig super. Und so leben wir auch. So leben wir auch. Die nächste, die eine Heldin für mich ist, das ist eine meiner beiden Töchter. Wobei beide Heldinnen für mich sind, ja. Denn die eine wurde Opfer eines Gewaltverbrechens. Ja, kann man sich ja vorstellen, bei Tochter, was das war. Ich kann auch ganz offen drüber sprechen. Der Grund ist ganz einfach der, sie hat auch einen eigenen YouTube-Kanal und spricht auch über Vergewaltigung und über Bulimie. Ja. Wow. Und wie sie das in ihren jungen Jahren verarbeitet hat und wie sie geistig, ja, spirituell an dem Ganzen gewachsen ist. Und wie alt ist deine Tochter? Meine Tochter ist jetzt 24. Mhm. Das ist die mit dem Van. Ne? Yeah. Und das fand ich sehr, sehr, ja, das, also die ist geistig und spirituell, ich sage jetzt mal 100 Jahre weiter als ich, ja. Mhm. Mit ihren 24. Ja, wow, das klingt nach einer, nach was, wo man auch sagen kann, dass man darauf stolz sein kann und dass man das als Vorbild haben kann. Also wenn jemand in so jungen Jahren schon, ja, nichts, also sowas durchmachen muss, was auch immer das jetzt dann wirklich im Detail gewesen ist, ne, das kann man sich gar nicht vorstellen, glaube ich. Ne? Und entsprechend du als Papa dann, das dann zu sehen und das Wachstum, so wie ich das jetzt rausgehört habe, zu sehen, ja. Kann einen wahrscheinlich sehr bewegen, ne? Und als Vorbild, ja, dann irgendwie auch dienen. Also ja, spannend. Also dass man halt, dass sie es ja nicht hergegangen hat, gesagt, ach, die Welt ist schlecht. Das hat sie natürlich auch zu Beginn gemacht, ja. Und mittlerweile sagt sie, hätte ich diese Erfahrung, die wirklich nicht positiv ist, nicht durchlebt, wäre ich spirituell und geistig heute nicht da, wo ich heute wäre. Da wäre ich vielleicht irgend so ein Girlie, das abends in den Club geht und sich die Fingernägel irgendwie lackiert und was weiß ich was. Yeah. Ja. Und ja, das hat ihr da, ja, wie soll man sagen, einen Weg gezeigt, wenn man das so sagen möchte. Also wir sind der Meinung hier in unserer Familie, wir haben alle unser, ich sage jetzt mal, Schicksal und wir dürfen hier mit einer Aufgabe auf die Welt kommen. Und entweder wir nehmen diese Aufgabe an
Oder wir nehmen sie nicht an. Wenn wir sie nicht annehmen, dann machen wir das nächstes Leben nochmal. Ja? Müssen wir es nochmal, dürfen wir nochmal durchgehen. Und das, was uns widerfährt, ist oder kann Teil einer dieser Aufgabe sein. Und das, was uns widerfährt, die Gefühle dahinter, das sind ja Bewertungen, die wir selbst aufgrund unseres Wertesystems und unserer Erziehung natürlich, unserer Prägung, in diese Situation hinein interpretieren. Für einen Außenstehenden muss das gar nicht so schlimm sein, was immer das jetzt auch sein mag. Also die Vergewaltigung, ich sagte, sie damals war schlimm, auch wenn ich es jemand erzähle oder sie erzählt es jemandem, dann sagt meine Tochter auch, das natürlich war das schlimm, aber es ist deine Bewertung. Ja. Rückwirkend, sagt sie, okay, ich weiß nicht, welches Leben ich dann gelebt hätte, aber es hat mir geholfen, diesen spirituellen Weg gehen zu können. Ja, spannend. Es ist, also ihr versucht quasi zwei Dinge. Einerseits das Le also das Leben, das oder das so zu sehen, als hätte oder als hat jeder eine Aufgabe im Leben, so, die sich aber auch durch das Leben vielleicht entwickelt, durch die Dinge, die passiert sind, und wie du eben sagtest, auch durch Erziehung irgendwie ein bisschen. Was darf ich mal fragen? Weil da würde ich gerne mal kurz näher drauf eingehen. Das finde ich Ja, sehr, sehr gerne, spannend. gerne. Wie ist es denn bei dir? Was siehst du denn für dich so als Aufgabe? Oder hast du irgendwas, wo du sagst, das sehe ich als meine Lebensaufgabe? Weil ich sage dir, wie es bei mir ist. Ich suche danach noch ein bisschen. Oder ich suche danach, nicht ein bisschen, ich suche danach, ja. Aber ich habe verstanden, dass das wahrscheinlich der Kerndriver von jedem Menschen eigentlich ist und sein sollte, weil ich glaube, dass das, wenn man das mal gefunden hat, was auch immer das dann ist, ne, der, weiß ich nicht, bis jetzt, ich gebe ein Beispiel, bis jetzt Elon Musk, ja, und willst irgendwie zum Mars fliegen und den Mars besiedeln, so, das ist deine Mission. Oder irgendein anderer Typ, weiß ich nicht, Gandhi, willst die Welt verbessern? Keine, also sehr, sehr, sehr plump und einfache Beispiele, ne, aber wenn man so ein Lebensziel oder eine Aufgabe irgendwie gefunden hat, habe ich immer das Gefühl, wenn ich solche Menschen angucke, wo man merkt, dass die sowas haben, dass die einfach, die haben immer was vor sich, die haben immer was, wo sie darauf hinarbeiten, die haben immer irgendwie einen Sinn, ne? Und da suche ich persönlich noch nach und deswegen mal meine Frage an dich. Hast du sowas? Wenn ja, wie hast du das gefunden? Erläuter gerne mal. Also das hat mit 18 angefangen, meinen Lebenssinn zu finden. Denn mit 18 Jahren erkrankte ich an Rheuma. Und ja, meine Wirbelsäule versteifte nach und nach. Meine Hüftgelenke, ja, gingen kaputt. Sehr, sehr schmerzhaft das Ganze. Und ich musste mein Studium beenden, also abbrechen. Und ja, habe dann zwei neue Hüften bekommen. Und zu Beginn der ganzen Geschichte, ich war auch sehr, sehr sportlich, habe sehr, sehr viel Sport gemacht, kam dann ja schon so eine gewisse, ich sage jetzt mal, depressive Phase auf. Und ich habe mir damals auch, ich habe damals Chemie und Biologie studiert, das eine oder andere mit dem Kühlschrank von der Uni mit nach Hause genommen. Ja, ist alles verjährt jetzt, ja. Also es waren Dinge, mit denen man hätte sein Leben beenden können. Sage ich, wie es Oha. ist. Ja. Okay. Und damals habe ich meine Ex-Freundin angerufen, ich war noch nicht verheiratet damals, und dann fragte ich sie, du, echt, mir geht's so kacke, was soll ich denn bitte schön tun? Und hat sie gesagt, jetzt gehst du raus in den Park, schaust den Vögeln zu, wenn sie da rumzwitschern oder wenn sie rumfliegen. Und wenn dich das begeistert, dann nimmst du dein Zeug, was du im Kühlschrank hast, und kippst es weg. Davor muss man aber auch noch sagen, die damalige Freundin, die hatte ein Hämatom im Kopf, das ist ein Blutschwamm. Und die ist öfters einfach so umgefallen, und uns wurde damals auch gesagt von den Ärzten, dass sie jederzeit sterben könnte. Damals war ich 16. Und ja, also es war also nicht so einfach, ja. Und dann habe ich nochmal ein Rheuma gekriegt. Und dann kam irgendwann mal die Frage auf, warum ich? Warum habe ich ich darf gerade aussprechen, ja, warum habe ich diese Scheiße an der Backe? Ja. Und irgendwann mal habe ich mir dann überlegt, naja, also was ich gemacht habe, ist, ich habe dieses ganze Zeug weggekippt und habe die Aufgabe angenommen.
vielleicht hätte es jemand, der, ja, vielleicht hätte jemand anders reagiert, hätte sich vielleicht umgebracht. Und ich habe damals Diclofenac, das sind so Schmerzmittel, so ein richtig Hammer-Schmerzmittel, 5, 6 Stück am Tag gegessen, zu mir genommen, weil die Schmerzen halt unerträglich waren. Ne? Und dann habe ich mir überlegt, Mai, das wird schon seinen Grund haben, warum das so ist. Ich kann jetzt mit meinen eigenen Kindern oder konnte damals mit meinen eigenen Kindern nicht so spielen wie wie mein Bruder zum Beispiel. Das hat mich schon ein bisschen genervt, ja, wie durch die Bewegungseinschränkung. Ja. Auf der anderen Seite habe ich mir Menschen angeschaut, die körperlich vielleicht ganz in Ordnung waren, aber geistig ja nicht ganz meiner Vorstellung, also meiner Werteskala entsprechen. Und da habe ich mich dann gefragt, ist jetzt der Körper wirklich so wichtig oder ist es eher das, was du tun kannst? Also sprich, hilf anderen Menschen. Ich habe dann lange gesucht, was ich machen kann. Hatte 20, 25 Jahre lang ein IT-Unternehmen, habe programmiert und irgendwann mal kam dann die Frage auf, da war ich so um die 40, ist das uns gar nichts mehr? War es das jetzt? Möchtest du dein ganzes Leben lang irgendwie so ein IT-Consultant bleiben? Unbefriedigendes Leben, weil als IT-Consultant schön, dass es dich gibt, aber wenn es dich morgen nicht mehr gibt, ist auch egal, wirst halt ersetzt, ja. Und dann kam der Genickbruch noch dazu und dann habe ich mein Heilpraktiker für Psychotherapie abgelegt und eine Praxis in München eröffnet. Mhm. Durch diese Tätigkeit, die super, super befriedigend war, konnte ich versuchen, anderen Menschen Wege aufzuzeigen, dass diese Menschen sich selbst helfen und auch heilen können. Und da sind Dinge geschehen, da ist mir wirklich das Herz aufgegangen. Schön. Und es hat halt ein bisschen gedauert, aber durch diese Krankheiten und durch die Erfahrungen bedingt, wusste ich, ich kann nicht einen 9-to-5-Job machen. Ich bin nicht dafür gemacht, körperlich nicht gemacht, ich bin geistig dafür nicht gemacht. Ich möchte das nicht. Und habe dann wie gesucht und habe ihn dann, wie gesagt, per Zufall in Anführungszeichen, wurde er mir dann so auch deutlich gemacht mit der Praxis, die ich nie eröffnet hätte, hätte ich nicht diese Vorgeschichte. Spannend. Okay. Ja, das klingt für mich nach einem Sinn im Leben, nach einer Lebensaufgabe, anderen Menschen dahingehend dann zu helfen, vor allem wenn man selber schon, wie du sagtest, so viel Scheiße durchgemacht hat, dass man das dann nutzen kann für sich und anderen da irgendwie mit auf den Weg geben kann oder, wie du sagtest, ihnen helfen, sich selbst zu helfen. Mega. Also. Und ich habe ja Morbus Bechterew, das heißt die Versteifung der Wirbelsäule, ist das, die Bezeichnung Morbus Bechterew. Und ich hatte auch nicht so richtig verstanden, warum habe ich das und ein bisschen gejammert. Also bin jetzt nicht hergegangen, habe gesagt, Gott sei Dank, endlich, ja. Gott sei Dank habe ich das, damit ich meinen Weg finde. Ich habe natürlich auch, wie gesagt, da gab es auch mal depressive Phasen, so ist das nicht, ja. Also es ist nicht alles rosarot, ja. Und ich habe dann gelernt, als ich mir das Genick brach, dass der Bechterew, die versteifte Wirbelsäule, dafür gesorgt hat, dass wir beide heute hier das Interview machen können, weil sonst wäre ich nämlich nicht mehr am Leben. Wie ist denn das passiert mit dem Wirbelsäulenbruch? Ganz blöd. Genickbruch. Genickbruch. Genick. Ganz blöd halt, wie immer. Ich bin mit dem Radl gelaufen, mit dem Fahrrad gelaufen, ausgerutscht, habe das Fahrrad nicht losgelassen und der Gepäckträger ist mir hinten ins Genick und da waren 2 Wirbel durch. Oh Mann. Also die Überlebenschance, dass bei einem Wirbelbruch ist schon sehr, sehr gering. Bei mir waren es 2 Wirbel. Und ja, und da hat mich das Klinikum hier in München Gott sei Dank wieder relativ schnell zusammengeflickt. Ein paar Tage hat es gedauert bis zum OP-Termin. Ja. Und und als i-Tüpfelchen bin ich dann während der 6-Stunden-Operation auch noch aufgewacht und habe dann gesehen, wie der Operateur mit dem Skalpell auf mich zukam. Oha, okay. Okay. Daraufhin hatte ich ein halbes Jahr lang eine posttraumatische Belastungsstörung, also richtig, wie man das kennt. So brauchst du echt nur einen Trigger, so was ich was, wie heißt das, Grey's Anatomy oder irgend sowas? Ja, ja, ja. Das siehst du so einen Arzt, du weißt, ein Schauspieler, ja. Und mir sind echt die Schweißperlen runtergelaufen für ein halbes Jahr. Und lustig war es nicht. Auf der anderen Seite hätte ich so eine Erfahrung nicht gemacht. Könnte ich auch gar nicht nachvollziehen, wie es sich anfühlt, wenn ein Klient zu mir kam oder eine Klientin zu mir kam und mir von dieser PTBS, von dieser posttraumatischen Belastungsstörung erzählt hat. Ich hätte es gar nicht nachvollziehen können.
Ja. Was nicht bedeutet, dass ich jetzt gerade Hurra schreie und sage, ich möchte gerne alle Krankheiten der Welt, damit ich sie nachvollziehen kann. Das möchte ich jetzt nicht haben. Mir reichen die jetzt. Ja. Aber was möchte ich damit sagen? Das hat was mit deiner ersten Frage zu tun gehabt. Was ist Erfolg? Und Erfolg ist, dass es meiner Familie gesund geht, weil ich habe das andere Thema erlebt, wie es ist, wenn man nicht so gesund ist. Ja. Und deshalb spielt für mich Geld auch keine Rolle. Und das ist auch, was du dann wieder meintest. Geld ist für mich ein Werkzeug, beziehungsweise es ist einfach da, weil ich Dinge mache, die mir Spaß machen. Und das ist genauso für mich da wie ein Hammer, wie eine Bohrmaschine. Und ich habe auch gelernt, wenn es mal Zeiten gab, die wirtschaftlich nicht so toll waren, wenn du dem Geld nicht hinterherläufst, und das darf man sich mal bildlich wie in so einem Comic vorstellen, da läuft das Geld weg, ja, und du sagst, dein ganzes Leben laufe ich dem Geld hinterher, dann wirst du es auch nie erreichen. Wenn du dem Geld aber keine Wertigkeit gibst, weil du sagst ja auch nicht, oh, mein Hammer, der ist so wertvoll, ja, sondern wenn du dem Geld keine Wertigkeit gibst, dann wird das Geld selbst dafür sorgen und du in deinem Job auch dafür sorgen, dass es sich zwangsläufig vermehrt. Okay, finde ich einen spannenden Ansatz, da können wir gerne später nochmal drauf eingehen, weil das finde ich sehr, sehr spannend. Schreibe ich mir auch hier gleich nochmal mit auf. Okay, ich habe noch eine Frage, ich habe noch eine weitere Frage für dich. Einfach, wie gesagt, ich will, dass die Leute einen guten Eindruck von dir kriegen. Im Sinne von einen noch tieferen Eindruck. Ja? Kein Thema. Genau, also pass auf. Wenn du mal irgendwo hinreisen könntest, egal wo, wo wäre das? Wo willst du nochmal hin? Gute Frage. Gute Frage. Ich würde, glaube ich, gerne mal nach Asien fliegen. Ja. Und nach Südamerika. Warum die beiden? Weil da kann ich nicht hin. Denn mein Rheuma bedingt, dass ich alle 8 bis 10 Wochen eine Infusion erhalte. Mhm. Und in diesen Bereichen, die ich gerade genannt habe, diese Region, ist die Tuberkulose sehr, sehr stark verbreitet. Und würde ich mich mit Tuberkulose anstecken, könnte ich diese Infusion nicht mehr erhalten und würde dann sehr, sehr schmerzvoll dahin vegetieren. Mhm. Und deshalb hat sich unsere Urlaubsziele, die haben sich immer begrenzt auf Europa und Nordamerika. Okay. Ja, vielleicht gibt es ja irgendwie in der Zukunft, wer weiß, doch nochmal die Möglichkeit, irgendwie in diese Länder zu gehen, falls sich da medizinisch irgendwas anderes auftut, irgendwelche Durchbrüche oder so. Ja. Ne? Oder in den einzelnen schön. Ländern, dass sich die Situation vielleicht verbessert. Ne? Das wäre natürlich klasse. Ja. Aber was fasziniert dich denn an den beiden Regionen? Also ist es einfach nur, weil Ich war noch nie dort. Ich war x-mal in Kanada, x-mal in USA, in Europa schon fast alles gesehen. Und jetzt würde ich gerne mal woanders hin. Ich möchte gerne mal was anderes sehen. Ja? Und Freunde von mir, die wohnen auch in Brasilien oder einer, der ist jetzt nach Kambodscha ausgewandert. Und ich hätte da Anlaufstellen, das ist überhaupt kein Thema. Das hat ja auch so einen inneren Drang. Ja, das ist dieser Drang, ich würde gerne etwas tun, was ich nicht darf. Ja. Das kleine Kind, ja, ich würde es gerne tun, ich darf es aber nicht, ja. Nur, ja, die Konsequenzen, die sind mir einfach zu krass und deshalb lasse ich es im Moment bleiben. Ja, kann ich absolut nachvollziehen. Ich habe hier noch was für dich. Ich wollte schon immer mal. Ich wollte schon immer mal. Ich wollte schon immer mal eine Radeltour machen. Völlig, ja, also keine Yacht, brauche ich nicht. Ja. Eine Radeltour, eine Alpe Adria Tour machen. Das heißt, du startest mit deinem Fahrrad in München. Okay. Beispielsweise, oder in Salzburg oder Innsbruck. Ja. Und dann fährst du über die Alpen nach Venedig. Okay. Ja, das wollten wir auch hier machen, haben wir schon mal so ein bisschen organisiert. Hat aber aufgrund der geringen Teilnehmerzahl ist es leider nicht zustande gekommen. Wir hatten damals geplant gehabt, dass wir uns so einen Anhänger kaufen oder ausleihen, die ihm 5, 6 Fahrräder Platz haben. Dann wären wir beispielsweise nach Innsbruck gefahren und dann hätte einer
hätte immer eine Etappe mit dem Auto wäre gefahren und die anderen halt mit dem Radl. Und das hätte man sich immer abgewechselt, bis man nachher in beispielsweise in Venedig angekommen wäre. Und das wäre was Tolles gewesen, weil, ja, wie gesagt, höher, schneller, weiter ist nicht so mein Ding. Und ich glaube, das ist vom sportlichen Aspekt her ist das sehr, sehr spannend. Vom Aspekt der Ruhe her, dass man dort sehr, sehr viel Ruhe erlebt, sehr, sehr viel Natur erlebt. Also man fährt ja nicht über die Autobahn und sondern halt entsprechende Fahrradwege. Und ja, das wäre, glaube ich, mal, das würde ich gern machen. Spannend. Also übrigens, warst du schon mal in Venedig? Ja. Okay, alles klar. Ja, aber es ist eine schöne, war, ist eine sehr, sehr schöne Stadt. Ich war auch schon da gewesen. Von daher, gutes Endziel wäre das, definitiv. Also, ob man da jetzt im Fahrrad rumfahren darf, glaube ich jetzt nicht so. Aber man kann ja auch die Räder, kann man ja auch vor den Toren Venedigs parken. Und wenn man Ja. so einen großen Anhänger hat, dann kann man die auch dort reinstellen. Ja. Ja, du, wenn du es nochmal machen solltest, sag mir Bescheid. Ich schließe mich an, weil ich mag Natur, ich mag Berge, ich mag Sport. Hört sich gut an für mich. Nach einem Freut mich. Plan auf jeden Fall. Okay, pass auf. Wenn du eine Sache aus deiner Vergangenheit mal ändern könntest, Ulrich, was wäre das? Ich habe vorhin von der Freundin erzählt, als ich 16 war, die das Ja. Hämatom hatte. Das hat sie heute immer noch, die lebt auch und alles gut. Und ich habe dann nach dem Abi, dann haben wir kurz zusammengelebt, so ein Jahr oder sowas, bin ich zum Studieren gegangen und habe sie ja zurückgelassen, sage ich mal. Bin von Darmstadt, wer Darmstadt nicht kennt, südlich von Frankfurt, nach Erlangen, das ist in der Nähe von Nürnberg, gezogen wegen des Studiums. Und ich war auch mit meinen 18 Jahren überfordert, sage ich, wie es ist, wenn die Ärztin, als die Ärztin sagte, es kann sein, dass ihre Freundin am nächsten Tag, wenn sie aufwachen, wie eine Blutlache neben ihnen liegt. Ja, das kann man nicht sagen, wann das Ding platzt. Ist auch man konnte es auch nicht operieren. Und da bin ich auch ein bisschen weggelaufen. Und Verständlicherweise mit 18, ne? Irgendwie auch, ne? Aber ja. sie hat dann Gott sei Dank einen Pfleger kennengelernt, Anästhesieassistenten, also irgendwas aus dem medizinischen Bereich, der sie verstehen konnte. Der war auch irgendwie 10 Jahre älter als ich. Und ich war wirklich überfordert mit der Situation. Heute, wenn ich bin jetzt 55, wüsste ich vermutlich, wie ich mit der Situation umgehen könnte. Ob es wirklich so ist, weiß ich nicht, aber vermutlich schon. Nur damals war ich halt 18, das hat mich echt überfordert. Und das war auch ist auch eine Philosophie, oder ein Wert in mir. Egal, wenn ich jetzt beispielsweise mit meiner Frau oder mit meinen Kindern einen Krach hätte, ne? Sobald es um die Gesundheit geht, wäre ich da. Und da wäre es auch völlig egal, was es kostet, spielt keine Rolle. Und also das würde ich nicht nochmal machen. Aber es ist halt passiert, so wie es passiert ist, aus der Situation heraus. Es war damals eine Entscheidung, die damals die beste Entscheidung war. Rückwirkend, ob es die weltbeste Entscheidung war, kann ich nicht sagen. Also nur damit mir das auch, damit es nicht so falsch rüberkommt. Ja, also ich bin verheiratet, die Frau ist verheiratet. Ja, ich bedauere das jetzt auch alles nicht so stark. Ja, also wirklich, ja, ich will jetzt nicht, oh, weil der ist noch verliebt in die andere. Nein, das ist jetzt. Also ich sage, das ist fast 40 Jahre her, ja. Also nur damit das bitte richtig verstanden wird, ja. So ist es Ja, nicht, ja. nee, aber du, alles gut, aber ich finde das total nachvollziehbar. Warum ist das denn was, wo du sagst, das würdest du ja, würdest du vielleicht einfach ändern? Also warum genau diese Sache? Weil ernsthaft, ich finde das total legitim irgendwie mit 18. Ja, Was glaubst du, was, weil ja? das halt in der Situation war, in der ich, wie soll man sagen, aufwuchs. Ich war ja noch, also man ist ja mit 18 schon erwachsen, ja. Meiner Meinung nach ist man nicht mit 18 erwachsen und ich hoffe, ich trete jetzt niemand auf den Fuß, ja. Wollte ich Sondern, aber gerade sagen, man ist nicht ja, mit 18 erwachsen, aber ja, erzähl mal weiter. die sogenannte Adoleszenzphase, das ist die Phase, wenn wir wirklich erwachsen sind, was immer das bedeuten mag, das ist ja Definitionssache, die endet heute oder beginnt heute, wenn wir um die 30 sind. Ja. Und in meiner Generation war es so, dass es 18, 19, 20 war. Also die schiebt sich immer weiter nach hinten. Das sehen wir ja natürlich auch, schau, wenn du mal so in deinem bekannten Verwandtenkreis rumschaust, wann die Frauen denn ihre Kinder kriegen.
Es ist in der Regel so heute 28 bis 32, Tendenz weiter nach hinten. Und bei uns war es so, 66er Baujahr, da war es so, dass es halt schon, weiß ich was, da war die Familienplanung mit 22 abgeschlossen. Ja. Das ist, das heißt, das Erwachsen, wir mussten viel schneller erwachsen werden, weil wir plötzlich auch Kinder hatten und Verantwortung übernehmen mussten, in den Job reingeschmissen worden sind. Wir hatten ein anderes Wertesystem als die Jugend von heute. Heute, wie gesagt, gehen sie her und machen Vanlife, was ja völlig okay ist. Und diese, natürlich, weil es reicht ja auch, es reicht doch völlig aus, wenn du ab 30, 35 Verantwortung übernimmst und vorher mal lebst. Was willst du es denn sonst machen? Absolut. Okay, ja, kann ich nachvollziehen. Also es ist, hat einfach dann das, das hat etwas damit zu tun, dass es bei dir einfach viel, viel schneller ging, als, als es heute der Fall ist. Und du dementsprechend mit dieser harten Situation einfach umgehen musstest und es deswegen dich so bewegt hat. Und du, ja, genau. Und es war halt in der Situation, in der man halt erwachsen wird. Heute ist es ja nichts anderes. Und dann ist es halt wertig, also ein, wie soll man sagen, die Energie, die da hinten dran ist, was das Prägen betrifft, ist eine ganz andere, als wenn mir das heute passieren würde. Ja, kann ich nachvollziehen. Ulrich, ein Buch, was du absolut empfehlen kannst und immer weitergeben würdest. Da gibt es zwei von Joe Dispenza. Du bist das Placebo. Ja, warum das? Ich habe das auch gelesen, kenne das, aber erzähl mal, warum? Weil es mir auch die Augen öffnete, inwieweit ich mich selbst beeinflussen kann, mein Immunsystem, besonders jetzt hier Thema Gesundheit, wie ich, inwieweit ich mein Immunsystem beeinflussen kann, dass Glaubenssätze, Suggestionen, die ich mir einrede, sowohl positiv als auch negativ für meinen Körper als auch für meine Psyche sich darstellen können, auswirken können. Und da ich schon genug mitgemacht habe, bin ich dann irgendwann mal hergegangen, habe gesagt, gut, dann nimmst du jetzt mal die positiven Glaubenssätze, bindest in dein Leben ein und Willst du mal einen kurzen Kurzabriss geben, worum es in dem Buch so geht? Weil eigentlich sagt der Titel das schon so ein bisschen, aber irgendwie auch nicht. Man muss das halt erstmal nachvollziehen, weil ich finde es ein sehr, sehr spannendes Buch. Der Autor ist aus meiner Sicht genialer Typ. Aber kannst du ja mal kurz so ein, zwei Sätze dazu sagen, damit die Zuhörer das vielleicht ein bisschen anders auch aufnehmen können, warum also das so ein cooles Buch ist. Es geht natürlich primär um den Placebo-Effekt. Und beim Placebo-Effekt ist es natürlich, oder Nocebo-Effekt ist ja das Gegenteil davon. Beim Placebo-Effekt ist es so, dass wir uns halt Dinge suggerieren können, vorstellen können, die sich positiv auf den Körper auswirken können, beziehungsweise halt negativ auswirken. Beispiel: Oh, ich muss mich aufregen, weil die Straßenbahn zu spät kommt. Ja, dann ist es ein Glaubenssatz. Was passiert damit? Durch den Glaubenssatz werden Stresshormone ausgeschüttet und mein Immunsystem wird in seiner Effektivität heruntergefahren, wird reduziert. Ja, und wenn ich das tagtäglich mache, dann schade ich mir selbst, weil ich bin das Placebo. Das, was ich mir vorstelle, das, was ich, wie ich meine Welt kreiere, mein Bühnenbild des Lebens, sorgt auch dafür, ob ich gesund oder ob ich krank bin. Und das sind ja auch die Autoimmunkrankheiten, die entstehen ja deshalb, weil wir eine Spannung in unserer Psyche haben. Das heißt, wir arbeiten gegen uns und durch diese Veränderung der Sichtweise können wir es auch schaffen, dass wir beispielsweise Krankheiten, die oftmals als unheilbar gelten, dass wir die lindern können oder komplett selbst heilen können, dass wir uns Dinge vorstellen können, die gar nicht da sind und trotzdem wirken sie. Das ist ja immer total spannend, dass wir uns auch beispielsweise ein Medikament vorstellen können. Placebo-Effekt. Wir stellen uns vor, wir würden jetzt hier ein Medikament zu uns nehmen, haben es gar nicht in der Tablette drin, ist es jetzt gar nicht drin in der Tablette und trotzdem wird beispielsweise ein Opiat im Körper gebildet, weil der Körper glaubt, also weil ich selbst glaube, dass ich gerade dieses Medikament genommen habe. Und da wir ungefähr 99% unseres Lebens im Glauben leben und der Glaube uns anerzogen wurde, in der Kindheit natürlich, wann sonst, und wir ein gutes Stück da auch selbst weiterentwickelt haben, dann kann man den Glauben ja auch ändern. Das funktioniert relativ einfach.
Ist nur Arbeit, ne? Ja, das ist nicht mal Arbeit. Also Arbeit hat so oftmals in Deutschland so ein bisschen negativen Touch, ja, oder allgemein negativen Touch, ja. Nenn es Persönlichkeitsentwicklung. Ja, wie du das Kind auch immer nennst, aber man muss auf jeden Fall was dafür tun, weil von selbst ändert sich das eben definitiv. Da fängst du schon an. Also wir müssen nichts tun. Was musst du im Leben wirklich? Nichts, relativ wenig. Wenn du eine Freundin hättest, du musst nicht freundlich zu ihr sein. Du musst nicht deine Morgenroutine durchführen, du musst nicht zur Arbeit gehen, du musst nicht deine Steuern bezahlen, du musst nicht auf Grün warten, um über die Ampel zu gehen. Das musst du alles nicht tun. Mhm. Ja? Es hat nur Konsequenzen. Das mag sein, aber es hält dir keiner eine Waffe ans Hirn und sagt, du musst es jetzt tun. Jedenfalls in unserer Region hier in Deutschland, Gott sei Dank noch nicht. Ja? Aber wir müssen es nicht tun. Und wenn Menschen morgens schon sagen, ich muss auf die Arbeit und ich muss da meinem Chef wieder was weiß ich was, Rapport, also irgendwas erzählen, was da so passt, was ich mache und so, dann musst du das nicht. Mhm. Jemand, der im Rollstuhl sitzt, der würde gerne zur Arbeit gehen, kann aber nicht. Mhm. Ich sage beispielsweise, also bin ja mal operiert worden, so hier und da, ja, und da lag ich da so im Bett und konnte mich nicht bewegen. Und dann sah ich so die Toilette 5 Meter, 6 Meter von mir weg. Und ich sagte, ach, wie gern würde ich jetzt aufs Klo gehen. Kann aber nicht. Ja, muss im Bett liegen bleiben. Und da kam dann die Krankenschwester mit dieser berühmten Schüssel. Ja. Ja. Und wenn du die einmal verwendet hast, ich denke, es kann sich jeder vorstellen, wovon ich spreche, dann sagst du nie wieder, ich muss aufs Klo, sondern ich kann aufs Klo. Ja, ich sage auch nicht, ich muss einkaufen gehen, sondern ich kann einkaufen gehen. Mhm. Mhm. Und diese Suggestionen sorgen auch dafür, dass halt unterschiedliche Arten von Hormonen ausgeschüttet werden. Ich muss, ja, das ist nie so attraktiv. Dann wird oftmals, wie gesagt, werden Stresshormone ausgeschüttet, mein Immunsystem wird damit reduziert. Wenn ich aber sage, ich kann das, dann habe ich schon mal eine gewisse Kompetenz in dieser Sache, ja, und kann es auch selbst gestalten und habe Freude dabei. Ja, sehr spannend. Also nicht falsch verstehen, ich gehe da vielleicht nochmal jetzt kurz ein bisschen detaillierter drauf ein, was ich meine. Wir sind ja vom Placebo gekommen, ne? Und der Grundgedanke war ja zu sagen, wegen des Buches, logischerweise. Ja, und der Grundgedanke war ja irgendwie, dass man über die Kindheit hinweg oder über das Leben hinweg verschiedenste Glaubenssätze in sich geformt wurden, wo man die weiterentwickelt hat, so wie du das gerade benannt hast. Und aus meiner persönlichen Erfahrung heraus, ich bin da übrigens genau deiner Meinung, ich nenne das immer Habit Loops, ne? Also es gibt einfach Dinge, die wiederholst du und wiederholst du jeden Tag, immer und immer wieder. Ich kann dir ein Beispiel nennen, versuch mal, ne, also wir schreiben immer mit derselben Hand, so. Du fängst nicht auf einmal an, mit links zu schreiben. Oder du wischst dir immer mit derselben Hand übers Gesicht ab oder was auch immer. Das sind die kleinsten Dinge, das sind einfach Habits, ne? Also wie sagt man auf Deutsch? Gewohnheiten, genau. Das sind einfach die hast du dir antrainiert und genauso deine Glaubenssätze. Auch ja, die kann man ändern, die kann man ändern. Schau. Genau, und da wollte ich drauf eingehen eigentlich nur. Und deswegen sagte ich eben, da muss man ein bisschen was für tun. Damit meine ich eigentlich nur, dass aus meiner Erfahrung diese Sachen sich nicht von selbst ändern. Also, das ist richtig. Also beispielsweise, du fährst Automatikauto und gehst auf Schaltung oder von Schaltung auf Automatik. Ja, und das geht relativ einfach. Ne? Oder als Kinder haben wir früher Brumm, Brumm und Husch, Husch und Wau, Wau gesagt. Und dann haben wir es dann doch irgendwann mal erkannt, dass wir den glauben, dass das Brumm, Brumm, Husch, Husch und Wau, Wau vielleicht Auto, Zug und Hund heißt. Mhm. Hat funktioniert. Ja? Wir haben uns umgewöhnen können. Und oftmals habe ich auch in meiner Praxis immer gehört, aber so Gewohnheiten abzulegen, das ist doch relativ schwer und das kann ich nicht und da muss man dran arbeiten. Mhm. Ja? Ich wette, wenn jemand von den Zuhörern oder Zuhörerinnen einen 40-Millionen-Euro-Jackpot in irgendeiner Lotto, ich wollte keinen Namen jetzt nennen, aber in so einer Lottogesellschaft gewinnen würde, ja, was glaubst du, wie unangestrengt und wie zeitnah sich da Lebensveränderungen einstellen können? Ja, das ist doch mal ein gutes Beispiel, das finde ich klasse. Also das ist so, da hast du recht, also ich bin bei dir. Was ich nur, also ich weiß nicht, wie du das siehst, du kannst ja gerne noch mal ein bisschen näher drauf eingehen. Das finde ich sehr, sehr spannend gerade, das Thema. Ja, man, also
Ich sehe das genauso. Man kann definitiv diese Sachen ändern, was auch immer das dann ist, was man ändern will. Ne? Die Gewohnheit ablegen und eine neue, positivere kreieren, das geht definitiv. Ich habe es in meinem Leben schon öfter gemacht und hoffe, dass ich es mit vielen anderen Dingen auch noch machen kann und da irgendwie in einigen Dingen in Anführungsstrichen besser werde. Ja, aber ich meinte ja eben nur, es bedarf halt ein bisschen Arbeit in Anführungsstrichen. Und Arbeit ist dabei nicht negativ gemeint. Es soll nicht negativ behaftet sein, sondern man muss dafür einfach ein bisschen was tun. Ansonsten ändern sich diese Themen nicht. Dass das grundsätzlich, wie du sagst, einfach ist in der Theorie, ist eine andere Sache, als es in der Realität auszuüben. Klar. Langsam muss ich unterbrechen. Ja. Die Realität, deine Realität ist etwas, was du erzeugst. Und meine Realität muss jetzt nicht unbedingt deckungsgleich sein. Hm. Und es gibt so viele Realitäten, wie es Menschen auf diesem Planeten gibt. Und wenn jemand hergeht und sagt, ja, das hört sich alles toll an, aber das kann ich nicht, noch nie ausprobiert, dann ist das ein Glaubenssatz, den man vielleicht mal anschauen sollte, warum geht es denn nicht? Und da gibt es so ganz, ganz kleine Dinge, mit denen man anfangen kann. Da möchte ich vielleicht den einen oder anderen Tipp mal geben. Oftmals sprechen wir von Mann und Du. Weißt du, wenn man so einen Chef hat oder wenn du so einen Chef hast, dann musst du dich aufregen. Wenn wir diesen Satz vielleicht mal in der Ich-Form wiedergeben, weil ich so einen Chef habe, muss ich mich aufregen, dann fängt an, so eine Denkebene sich zu aktivieren, die dann fragt, was erzählst du gerade für einen Mist? Ja? Und genauso auch mit Mann. Sagt bitte nicht Mann, sondern sagt ich, wenn ihr euch selbst meint. Mann müsste mal die Schwiegermutter besuchen. Mann müsste mal den Müll runtertragen. Mann müsste mal, sag's konkret, sag's ich mit Ich-Form. Und da werdet ihr merken, dass sich das Ganze anders anfühlt. Und das Wort müssen ersetzt ihr mal durch das Wort können. Und die Worte versuchen und probieren, ja, die lasst ihr mal ganz weg. Weil versuchen und probieren im Arbeitszeugnis heißt, er oder sie hat sich stets bemüht. Ja. Wir können, kleines Experiment, ja, wenn irgendwas vor euch liegt, versucht, diesen Gegenstand hochzuheben, ohne es zu tun. Da muss ich jetzt erstmal hintersteigen, was du damit meinst. Okay, also ich habe hier einen Kugelschreiber, ja? Und es heißt ja oftmals, ach, ich habe es ja versucht, ich habe es doch probiert, die Aufgabe zu lösen, was auch immer, ja? Geht es überhaupt? Können wir versuchen, eine Aufgabe zu lösen? Es funktioniert nicht. Versuch, den Gegenstand, der vor dir, das ist die Aufgabe, hochzuheben, ohne es zu tun. Das funktioniert nicht. Du kannst nur etwas tun oder du lässt es bleiben. Ja. Verstanden. Du kannst es aber nicht versuchen. Das Einzige, was du versuchen kannst, ist ein Kuchen und ein, was weiß ich was, ein Getränk. Ja, probieren kannst du auch, ob das schmeckt. Ja, aber du kannst eine Handlung nicht versuchen. Es ist technisch nicht machbar. Du kannst eine Handlung auch nicht probieren. Also entweder machen oder nicht machen im Prinzip. Genau. Das Gemeine bei diesen beiden Verben ist, dass uns Verben oftmals eine Aktion vorgaukeln in der Psyche. Nur die Worte versuchen und probieren machen das eben nicht. Also die machen das auch, aber wir handeln nicht. Das ist kein Handeln. Ich habe versucht, den Bus zu erreichen. Ja, hast du ihn jetzt erreicht oder nicht? Ja, also wenn ich es versuche, dann habe ich es nicht gemacht. Ja. Ja, ja, absolut. Aber nochmal, das ist spannend. Regt mich persönlich übrigens zum Nachdenken an, definitiv. Vor allem, was Worte für einen Effekt haben, auf jeden Fall. Da gibt es noch ein anderes Wort. Aber trotzdem jedoch. Vielleicht kennst du diese Worte auch, ja. Kennt sie und eigentlich ist super. Ne? Angenommen, du hättest eine Freundin, ja, und die würde jetzt daneben dir sitzen und ich würde dich fragen, lieber Christian, liebst du deine Freundin? Und du sagst eigentlich schon. Dann hättet ihr heute Abend ein Gesprächsthema, wette ich mit dir. Ja, mit Sicherheit. Also entweder es ist so oder es ist nicht so. Gefällt Ihnen der Job? Eigentlich schon. Ja, was heißt das? Heißt gar nichts. Schmeckt dir das Essen? Eigentlich schon. Ja, was heißt denn das jetzt? Ja? Also lass einfach das Wort eigentlich weg und dann ist es konkreter und der andere, euer Gesprächspartner, aber auch ihr selbst könnt was mit der Aussage anfangen. Dann gibt es noch so ein Wort, das heißt aber. Ja? Und aber sollte man auch komplett durch das Wort und ersetzen. Hier ein kleines Beispiel.
angenommen, du hättest eine Freundin, ja, du bist halt jetzt gerade da, ja. Ja. Und die ist jetzt irgendwie, was weiß ich was, ja, bei ihren Eltern und du räumst die Wohnung auf und du putzt die Fenster und du wischst den Boden auf und kochst dir noch ein Drei-Gänge-Menü und ja, sie kommt nach Hause, du freust dich, hast 4 Stunden Arbeit da hineingesteckt in dein Projekt. Und dann kommt sie nach Hause und sagt, oh super, die Fenster sind sauber, der Boden ist toll aufgewischt, das Essen schmeckt auch toll. Aber unter der Heizung, da liegt noch ein Haar vom Hund. Glaubst du wirklich, dass du nochmal 4 Stunden Zeit investieren würdest? Wahrscheinlich nicht, nein. Wahrscheinlich nicht. Das heißt, alles, was vor dem Wort aber oder auch trotzdem jedoch ja, gesagt wurde, wird durch dieses Wort zunichte gemacht. Und deshalb aber durch untersetzen und macht der Satz dann keinen Sinn, hilft es manchmal einfach, die Klappe zu halten. Schön, dass du das gemacht hast und gekocht hast und da liegt noch ein Haar vom Hund. Das ist jetzt irgendwie, passt nicht, ja. Also Klappe halten, fertig. Ja, das sind klasse Tipps. Also ich kann es nur noch mal wiederholen. Vor allem, also ich merke, wenn ich dir so zuhöre gerade, wie stark einzelne Worte Auswirkungen haben können, ne? Auf irgendwie die eigene Situation, aufs Leben. Und dass man vielleicht ja mal so ein bisschen hin und wieder seinen eigenen, ich zum Beispiel selbst, meinen eigenen Wortschatz überprüfen könnten, also sollte vielleicht auch. Und mich fragen kann, ob und wie ich den denn aufwerten kann, verbessern kann, wie auch Für immer, dich, ne? Weil ich damit dein das, Leben entspannter ist, richtig. ja. Und zurück zum Du bist das Placebo, wenn ich mir heute, also wenn ich mir heute früh schon eingeredet hätte, heute Nacht kann ich wieder nicht schlafen, dann sorgt der Körper dafür, dass du nicht schlafen kannst. Woher weiß ich denn, dass ich heute Nacht nicht schlafen kann? Ja. Weiß ich ja gar nicht. Ja, ist eine, die, ja, die, jeder, jede Minute, jede Sekunde ist jungfräulich, ja, unwiederbringlich, einmal und fertig. Wird es nie wieder geben. Woher weiß ich denn, dass ich heute Abend nicht schlafen kann? Dabei weiß ich ja noch nicht mal, ob ich den Abend erlebe. Ja, absolut. Finde ich gut, dass du den Bogen übrigens zum Buch gespannt hast, weil das hätte ich sonst gleich gemacht. Das ist ja das, wo wir hergekommen sind, ne? Dass man eben diesen Placebo-Effekt entweder für sich positiv oder negativ nutzen kann. Ne? Das ist ja eigentlich das, was in dem Buch so dargestellt wird. Und dann wird es erläutert an diversen Beispielen, ne? Die eben durchgeführt wurden, Studien, die dieses oder jenes zeigen. Deswegen tolles Buch. Das war das erste Buch, was du meintest. Du hattest gesagt, du hast noch ein zweites. Ja, das ist von Professor Dr. Bruce Lipton, das heißt Die Intelligenz der Zellen. Okay. Und beschreibt, aber das jetzt darauf einzugehen, das ist wirklich, das Hörbuch ist 8 Stunden lang, dass man eine Größenvorstellung hat. Ja, also es ist Ja. ewig lang, ja. Und der erklärt auf einer sehr, sehr sympathischen und auch wirklich Verständnis, ja, also verständnisvollen Art und Weise, wie auch unsere Gedanken, auch unser Erbgut beispielsweise ja, steuern. Und dieses Erbgut geben wir auch weiter. So ist es ja nicht. Ja? Also wir geben es natürlich auch genauso weiter. Und was da genau passiert ist, wenn ich sage, es schlägt mir auf den Magen, dann ist es für den Körper wirklich so, als würde jemand mit einer Faust uns in den Magen schlagen, ja, oder ich habe daran schwer zu verdauen, dann kann es wirklich zu einer Entzündung der Magenschleimhaut kommen. Aber nicht, weil da jetzt irgendwas ist, was wirklich entzündet ist, sondern weil es uns Gedanken sind. Das heißt, da wird ein Gen aktiviert, das diese Entzündung fördert. Und dadurch werden wir krank. Warum? Weil wir sagen, es liegt mir schwer im Magen. Oder ich habe an der Situation schwer zu verdauen. Da darf man auch mal sich als normaler Mensch mal Gedanken drüber machen, wie funktioniert das Ganze? Wie bekomme ich eine Situation in den Magen oder in den Darm hinein, einfach mal bildlich vorstellen, wie kriege ich das Ding da rein? Ja, der Magen ist für Speisebrei und für Getränke zuständig und der Darm entsprechend nachher, was da aus dem Magen rauskommt. Aber der ist nicht dafür, Situationen zu verdauen, was technisch auch gar nicht geht. Und wann weißt du denn, dass du die Situation verdaut hast? Macht sich das in der Toilette bemerkbar oder woher weißt du denn, dass du die Situation verdaut hast? Und das Spannende dabei ist es, dass Menschen, die sich das tagtäglich einreden, dass sie
oftmals auch an Darmkrankheiten oder Magenkrankheiten erkranken. Morbus Crohn ist hier beispielsweise ein Beispiel. Ja? Und das finde ich halt total spannend, dass wir selbst in der Lage sind, unsere Gene an- und auszuschalten, wie wir es gerade möchten, und uns damit etwas Gutes oder was Schlechtes tun können. Mhm. Wenn du machst ja Sport zum Beispiel. Ja? Mhm. Wenn du sagst, ach Gott, heute wird es schwer werden, dann wiegt das Ding, dieses Gewicht, keine 5 Kilo mehr, sondern es wiegt plötzlich 7,5 oder 10. Ja. Und wenn du sagst, es wird leicht, dann wird es jetzt nicht unbedingt leichter, aber dir fällt es leichter, weil du, 30-40% mehr Energie hast, als wenn du dich selbst blockierst. Mhm. Absolut. Frage an dich, ich kenne die Antwort, glaube ich, aber kann man seine Gene, was du gerade so ein bisschen beschrieben hast, kann man denn seine Gene verändern durch seine Gedanken, durch seine Gedankenwelt, durch die Art, wie man denkt? Ja, absolut, natürlich, ja. Also, weil, schau, wenn du jetzt hingehst, also ich habe das ja mit vielen Klienten schon erlebt, ja, da war irgendein Ereignis, was auch immer das für ein Ereignis war, irgendjemand ist gestorben oder der Mann ist fremdgegangen oder die Frau ist fremdgegangen oder was auch immer, ja. Und 1-2 Jahre später haben sich dann Krankheiten herausgestellt. Und das passiert so, so oft, dass die Macht der Psyche so extrem krass ist, dass wir, wie gesagt, damit unsere Gene verändern können. Und das Schöne, die gute Nachricht dabei ist, wenn es in die eine Richtung geht, bin ich der Meinung, dann geht es auch in die andere Richtung. Das heißt, ich kann das Licht an, aber ich kann das Licht auch wieder ausmachen. Mhm. Es gibt vermutlich Gene, da bin ich jetzt noch nicht geistig so weit, die man vielleicht nicht ändern kann. Vielleicht das Geschlecht. Ja, da wird es meiner Meinung nach ein bisschen schwieriger. Oder ich hätte gerne jetzt mal eine blaue Augenfarbe statt einer braun. Dann könnte ich mir vorstellen, dass es schwierig sein könnte. Ja? Wenn du in Amerika leben würdest, dann würde das gehen. Da kannst du alles sein, das kann ich dir sagen. Aber ja, egal, erzähl mal weiter. Ja. Und aber ansonsten, wenn ich mir einrede, es wird mir schlecht, es ist mir schlecht und was weiß ich was, so eine depressive Phase hineinkomme, ja, ja. Dann verändert sich natürlich auch körperlich einiges. Ja? Mhm. Und völlig normal, ja. Und dadurch werden halt, mehr Enzyme von der Art erzeugt und was weiß ich was, man kann nicht so gut schlafen, hat Konzentrationsstörungen und, ja. Und ich denke, dass wir das mit unseren Gedanken, ich denke es nicht nur, ich habe es ja oft genug erlebt in der Praxis, dass man dies auch wieder ändern kann. Und dann kann man selbst, wenn man wirklich daran arbeitet, dann kann man selbst auch Krankheiten heilen, die als unheilbar gelten. Mhm. Das macht aber dann nicht der Therapeut, sage ich jetzt mal, ja, sondern das macht man selbst, weil man selbst, ich muss jetzt Mann sagen, weil es allgemeingültig ist, weil man sich sein Bühnenbild des Lebens mit einer Visualisierungsübung, ja, vorstellen, so bildhaftes Vorstellen, mit ausreichend Gefühlen wirklich selbst erschafft seine Realität. Denn, wie ich sagte es vorhin, die Realität existiert nicht. Woran kann man das sehen, dass die Realität nicht existiert? Wenn du Zeuge eines Verkehrsunfalls bist, ja, und du wirst von der Polizei befragt und andere 9 Menschen auch noch, die auch Zeuge waren, dann beschreibt jeder das Fluchtfahrzeug beispielsweise anders. Vom kleinen schwarzen Mini bis zur violetten Stretch-Limo und LKW, alles dabei. Ja. Wir hatten recht. Irgendwie jeder, oder? Ja. Auf seine Art und Weise. Oder frag mal einen Autofahrer, wie er von seinem Zuhause zur Arbeit fährt, dann sind die Kinder, die gehen vielleicht irgendwo oder auch in die Schule in der Nähe von der Arbeit, ja, wie gehen die dorthin? Die Kinder werden völlig überfordert, mit dem Auto die Straßen zu finden, beim Autofahren sowieso, und der Vater wäre vielleicht völlig überfordert, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln die richtigen Anbindungen zu finden, und trotzdem kommen sie beide am Ziel an. Wer hat denn recht? Mhm. Ja, stimmt. Ich kann es dir nicht beantworten, akut gerade. Aber also jeder hat seine Realität. Und wenn wir das gelernt haben, dass jeder seine Realität hat, ja, dann dürfen wir auch mal die Realitäten anderer Menschen anfangen zu akzeptieren. Wir müssen sie ja nicht verstehen oder wenigstens tolerieren. Mhm. Du hast dein Wertesystem, ich habe mein Wertesystem. Jeder von uns hat sein Wertesystem, seine Anschauung auf die Welt. Und ja, wer hat jetzt recht?
Verstehe ich. Wie würdest du dann, wenn ich jetzt die Frage stelle, also wenn man davon von diesen Grundgedanken ausgeht, ne, und das ist ja auch so, jeder hat seine eigene Realität, jeder hat seine eigenen Glaubenssätze und so weiter und so fort. Wie würdest du denn das dann sehen, dass es aber, damit unsere Gesellschaft und ich sag mal das Leben, und ich sage mal, ich versuche das jetzt auch zu verallgemeinern, funktioniert, dass es eben halt auch einfach Dinge geben muss oder sollte, die auch allgemein einfach gültig sind. Ne? Also es gibt es aus deiner Sicht einfach Dinge, beispielsweise, um es mal platt zu sagen, gibt es Dinge, die sind richtig und die sind falsch? Gibt es Dinge, wo du sagst, das ist was? In meiner Welt ja, weil das heißt nicht, dass das eine in der anderen Welt auch richtig ist. In meiner Welt ist beispielsweise Steinigung von Frauen nicht richtig. Ja? In anderen Welten, in anderen Ländern ist das völlig in Ordnung und akzeptiert. Das heißt, ich kann dir nicht sagen, also es gibt, wenn du in so einer Gemeinschaft lebst, wie in einem Land, die Bevölkerung, ja, dann hat man natürlich schon so ein gewisses gleiches Wertesystem. Ja, Sonst würde das Ganze ja nicht funktionieren. genau. Und das ist ja auch, darauf ist unser Rechtssystem auch aufgebaut. Ja. Schau, früher gab es den Paragraph 218, war das, glaube ich, das war dieser Abtreibungsparagraph, ja, das nicht abgetrieben werden durfte. Und der wurde ja dann ersatzlos gestrichen, weil sich die Werte geändert haben. Weil die Gesellschaft sich geändert hat. Und der 218er war jetzt nur ein Beispiel. Aber da gibt es viele Dinge, die sich ändern, weil sich die Gesellschaft geändert hat. Und deshalb gibt es auch immer wieder neue Regeln, immer wieder neue Gesetze. Aber die Grundhaltung ist jedenfalls die letzten 80 Jahre ist jetzt schon, gell? Nee, 40, 75, 75 Jahre, die Grundhaltung ist doch eher gleich geblieben. Ist auch in Ordnung so. Ja, aber spannend, wie man von einem Buch, wo es um die Gene geht, um die eigene Gedankenwelt und wie man seine Gene verändern kann, auch langfristig und weitergeben kann, zu so einem Thema kommt. Auch Oder schau dir Religion an, schade. schau die Religion an, ja. Im Judentum beispielsweise ist Schwein als Nahrungsmittel verpönt. Ja. Das Rind ist völlig in Ordnung. Und das versuchst du jetzt bitte mal einem Inder zu erklären. Wird schwierig. Siehst du? Das heißt, wir leben in einer Gemeinschaft, wo die Werte natürlich auch durch die Erziehung der Eltern natürlich an die Kinder weitergegeben werden. Und deshalb funktioniert das Ganze auch. Und es ändert sich, da gibt es immer eine gewisse Dynamik, deshalb verschwinden auch Imperien, hatten wir schon alles gehabt, Heiliges Römisches Reich, Reich deutscher Nationen, was weiß ich was alles, ja. Und dann verschwindet dann wieder ein Land, dann kommt wieder was dazu und dann, deshalb ist es ja alles dynamisch, weil sich die Wertesysteme verändern. Die Bevölkerung verändert sich natürlich. Ja, absolut. Bin ich ganz bei dir. Du, ich habe noch eine letzte Frage. Wenn du mal eine Person kennenlernen könntest und die 30 Minuten interviewen dürftest, ist ganz egal wen, wer wäre das? Muss auch nicht mehr leben. Der Kann irgendwer sein. Christian. Klasse Antwort. Finde ich genial. Das ist gut. Frage Aber das haben beantwortet. wir ja heute schon gemacht. Das haben wir heute schon im Haben wir schon Podcast gemacht, behandelt. genau. Ja, für die Leute, die Zuhörer und Zuschauer, wir haben nämlich vorher schon eine spannende Episode aufgenommen für deinen Podcast, Ulrich. Könnt ihr auch gerne mal reinhören, werde ich hier, wenn das für dich in Ordnung ist, Ulrich, auch in die Shownotes unten reinpacken. Ich habe so ein bisschen über Morgenroutine gesprochen. Aber ja, zurück zur Frage. Zurück zur Frage. Also ich würde Genau. gerne, ich interviewe gerne oder unterhalte mich gerne mit Menschen, die mich weiterbringen, aber nicht aus dem Ego heraus jetzt. Ja, ich unterhalte mich nur mit jemandem, der mich weiterbringt. Alle anderen sind mir egal, das bitte nicht, ja. Ja. Persönlichkeitsentwicklung, ja. Und die vielleicht eine Sichtweise auf etwas haben, was mir neu ist, was ich hinterfragen kann und möglicherweise auch in mein Leben einbinden kann. Und nicht herzugehen und zu sagen, mein Leben, das ist so, das ist in Beton gegossen, meine Wohlfühlzone, die werde ich nicht verlassen, die werde ich nicht erweitern. Ja. Das Wohlfühlzone ist ja auch so ein blöder Begriff, ja. Weil alles, was außerhalb der Wohlfühlzone ist, ist unwohl. Also ich finde das irgendwie bescheuert, ja. Also man kann auch mal diese Wohlfühlzone, die Grenzen auch einfach mal, ja, es sind ja nur Grenzen, die wir uns selbst auferlegt haben. Darf man auch verlassen oder erweitern. Also die Menschen, und die müssen nicht berühmt sein, sondern
irgendjemand, der mir, und das mache ich gerne, wie gesagt, der mir hilft oder mich dabei unterstützt, der mir Mehrwert gibt, vielleicht eine ältere Seele ist, ja, selbst zu reifen. Spannend. Also es ist jetzt nicht so, dass du sagen würdest, hey, ich würde zum Beispiel gerne mal mit Julius Caesar sprechen oder mit Barack Obama oder mit, weiß ich nicht, Albert Einstein oder so, weil die finde ich super, super interessant. Außer diejenigen, wie du gerade sagst, bringen dich irgendwie weiter in dem Sinne. Also da ist das bei dir nicht so. Okay, was hat Obama gemacht, weswegen ich mich mit ihm unterhalten sollte? Das sind nur Beispiele, ne? Mir fällt da echt nicht irgendjemand ein. Und Zumal, wenn du dich mit solchen Persönlichkeiten unterhältst, die wichtig sind in der Welt, im Weltgeschehen, bekommst du eh nicht die Antworten, die wirklich wahr sind. Weil wer lässt sich da schon in die Karten hineinschauen? Das bringt mir alles nichts. Ja? Sondern wie gesagt, lieber Menschen, die mich weiterbringen. Ich habe letztens mich mit jemandem unterhalten, der bietet Dunkelraum-Retreats an. Ja. Das sind halt Themen, weißt du, das interessiert cool. mich. Oder, klingt spannend. Ja. Also, also etwas, was mich weiterbringt, was ich noch nicht kenne, ja, was ich nicht kenne, interessiert mich. Und da auch einen Funken zündet, dass ich mich vielleicht mit dem Thema auch mal beschäftige. Ja, okay. Ja, spannend. Sehr, sehr spannend. Weil, ich kann dir nur von meiner Warte aus sagen, das ist für mich auch eine extrem wichtige Sache, dass wenn ich mit Menschen, also ich versuche mich mit Menschen zu unterhalten, die mit denen man irgendwie eine spannende Konversation führen kann, ja, wo man irgendwas für sich selbst mitnehmen kann. Deswegen, darum geht es ja auch in meinem Podcast beispielsweise, ja. Nichtsdestotrotz ist es so, dass es für mich einfach Menschen in der Historie gibt, in der Historie der Menschheit gibt, die einfach einen sehr speziellen Weg gegangen sind, nennen wir es mal so, ne? Nehmen wir jetzt mal von mir aus Obama raus, aber generell gibt es einfach Leute, die würde ich gerne mal interviewen oder mit denen sprechen, völlig so, also nenn doch mal ein oder Angesicht zwei. Zu Angesicht. Nenn doch mal ein oder zwei, komm. Ja, als Beispiel, heutige Zeit noch, ich würde gerne mal mit Angela Merkel sprechen wollen. Privat, ich würde gerne mal wissen, wollen so verschiedenste Dinge, was die wirklich weiß, was die wirklich erlebt hat, was wir alles gar nicht wissen. Und lieber Christian, das wird sie dir ganz sicher erzählen. Nein, darum geht es gar nicht. Es geht nicht darum, ob sie mir das erzählt, also ob die, dass sie mir das in der Wirklichkeit, in der Realität natürlich alles nicht sagen wird. Das ist mir klar, das ist mir bewusst. Es geht nur darum, wenn das ginge und ich das mal hören dürfte, würde ich das extrem spannend finden. Genauso würde ich es extrem spannend finden, mal, wie ich gerade sagte, jemanden wie Albert Einstein zu sprechen, ne? Oder Henry Ford, so, der aus meiner Sicht ein extremst erfolgreicher Unternehmer zu einer sehr, sehr sich verändernden Zeit gewesen ist und unser Leben verändert hat. Ne? Oder die Wright Brothers, die Flugzeuge erfunden haben, würde ich auch gerne mal sprechen. Ne? Das sind jetzt einige Beispiele einfach, die ich sehr interessant finde, aber unabhängig davon. Also wenn es um die Wahrheit geht, dann würde ich gerne mich mit den Wartburg-Brüdern unterhalten. Mhm. Kennst du Wartburg-Brüder? Nein. Okay. Die Gründer der FED, Federal Reserve Bank. Also viele Menschen wissen nicht, dass der Staat Amerika keine eigene Bank hat. Und die FED ist eine Privatbank, so wie die Stadtsparkasse München, ne? Die halt auf Weisung der Politik arbeitet. Mhm. Ja, und die wurde von den Wartburg-Brüdern gegründet. Und einer davon hat auch noch die BITS gegründet, das ist die Bank für internationale Zusammenarbeit in der Schweiz. Mhm. Und dann würde ich mich über den Great Reset gerne mit dem Herrn Schwab unterhalten. Sehr spannend. Sehr spannend, ja. Aber genau sowas meine ich. Aber ich glaube kaum, dass ich A, dort einen Termin bekomme, B, er mir die Wahrheit sagt. Ja. Also das glaube ich jetzt nicht. Und dann brauche ich mir über diese Menschen auch keine Gedanken zu machen. Ja. Denn was soll ich da mit denen mich unterhalten, mich mit denen beschäftigen? Das ist mir einfach, bringt mir nichts. Ja. Ja, bin ich bei dir. Wie gesagt, ich finde es so spannend. Ich kann mich nur wiederholen. Für mich ist es auch so, mit Leuten sprechen, die einen irgendwie weiterbringen, zum Nachdenken anregen. Aber wenn ich könnte, würde ich gerne, und ich auch die Wahrheit erfahren würde, ja, dann würde ich auch gerne mal mit anderen
Personen, die ich eben gerade genannt habe. Und das Ja, sind da nur gibt es ja, einige, da gibt es ne? ja, da gibt es ja besonders, da gibt es ja besonders im letzten Jahrhundert, gibt es ja da Menschen, mit denen man sich immer unterhalten sollte. Ja, Wir wissen ja nicht, ob definitiv. das ist, wir wissen ja nicht, ob das, was bei uns in den Geschichtsbüchern steht, auch wirklich wahr ist. Wir wissen das alles nicht. Das stimmt. Da Siehst hast du du? recht. Und da die Geschichte und die Bibel ja schon des Öfteren geändert wurde, ja, ganze, was ich was Königreiche wurden ausgetilgt, ja, die hat es nie gegeben, dabei gab, also in den Geschichtsbüchern stand nichts davon drin und sie hat es aber wirklich gegeben. Warum? Weil es halt nicht gewünscht war von der nachfolgenden Herrschaftskaste. Und dass man sich mit denen mal, wie gesagt, da gibt es, da gibt es eine Reihe von Menschen, mit denen man sich immer unterhalten könnte. Helmut Kohl zum Beispiel. So, 2+4-Vertrag, Abtretung der ganzen Gebiete und was weiß ich was. Ja, Carlo Schmidt, Gründung des Grundgesetzes. Ja, da gibt es ganz, ganz viele, das war ein SPD-Mann, ganz, ganz viele Menschen, mit denen man sich da mal unterhalten könnte. Aber das Blöde ist, es geht nicht mehr und die Wahrheit, die liegt irgendwo in Archiven. Ja, wie gesagt, ist ja nur so eine Theorie. Aber ich finde es spannend, was du erzählt hast, definitiv. Und da gehen wir auch, sind wir auch der gleichen Meinung. Ulrich, ich wollte jetzt ganz gerne mal so ein bisschen auf die ganzen Themen, die du mir nochmal mitgegeben hattest, auch so ein bisschen drauf eingehen, ne? So über deinen Lebensweg, was du so gemacht hast. Vielleicht irgendwie Kernlearnings, die du so für dich mitgenommen hast, aus den verschiedenen Bereichen. So ein bisschen einfach darüber sprechen. Und ich dachte, wir könnten mal irgendwie so ein bisschen mit deiner Zeit als Programmierer, habe ich das richtig verstanden? Du hast 25 Jahre programmiert. Ja, IT. Ich war in der IT-Technik IT. und unter anderem auch programmiert. Ja. Was hast du denn da genau gemacht? Also ich sagte es mir ja so ein bisschen SEO, SEA, ne? Ich weiß, was das ist. Ich weiß auch so ein bisschen, worum es da geht. Aber für die, die das nicht wissen, worum geht es da? Was hast du denn da so im Detail so gemacht? Also das ist eine, das, da kann ich von Dingen erzählen, von denen ihr nur aus dem Museum hört oder die ihr aus dem Museum vielleicht kennt. Damals gab es noch DOS 3.0, wenn es jemand was sagt. Das wurde auf 3 Disketten ausgeliefert und dann kam DOS 3.1 und dann gab es Windows 3.0, also ganz uralt. Und dann, damals gab es auch noch ein Textverarbeitungsprogramm, das hieß Word Perfect. Kennt kein Mensch mehr heute. War damals Marktführer. Und also so lange ist das her und man konnte bei Computern die Herzzahl, nicht die Megaherzzahl, sondern die Herzzahl ändern, dass man halt Spiele spielen konnte. Die Rechner haben damals exorbitant viel Geld gekostet, ja. Ich habe ja erzählt, ich habe Rheuma gehabt und oder hatte Rheuma oder habe Rheuma und habe dann mein Studium geschmissen und habe dann gesagt, was machst du denn jetzt, ja? Weil irgendwas musste ja von irgendwas musste ja leben und IT hat mich halt interessiert und ja, dann gab es hier in München die Cube, wenn das was, das sagt niemand mehr. Da gab es Einwahl-Modems und weiß noch jemand, was ein Modem ist? Es sagt mir was, ich könnte es dir jetzt aber gerade akut ehrlicherweise gar nicht beantworten. Das sind so Dinger gewesen, die waren so was ich was, so ein bisschen größer als 2 Zigarettenschachteln, ja. Und die haben dann immer so gepfiffen, wenn sie sich mit irgendwas verbunden haben. Ähnlich wie ein Faxgerät. Ich glaube zwar nicht, dass das noch jemand weiß, was ein Faxgerät ist, aber Doch, die das weiß pfeifen ich. doch immer so, Ja, weißt du? Ja. ja. Und ja, da halt gemacht und dann gab es dann halt das Programmieren angefangen, weil ich gesagt habe, gut, ich habe dessen das Problem und das möchte ich gerne lösen. Damals übrigens gab es noch kein Internet. Als ich angefangen habe, gab es noch kein Internet. Nur so, Wow. ja, ganz, ganz nebenbei. Und dann wollte ich die lösen, dann habe ich dann immer mal Turbo Pascal gelernt, habe ich mir selbst beigebracht, dann C++. Und habe dann irgendwelche, was ich was, Adressverwaltungen programmiert, die man sich auf dem Rechner installieren konnte und, und. Da ging es dann auch los. Und parallel habe ich dann noch irgendwelche Arzt- und Zahnarztsoftware verkauft. Also ich war leider für ein paar Leute hier zuständig im Großraum München, ja. Und der Netzwerkkabel verlegt und das ist alles völlig illegal, weil du brauchst ja in Deutschland, sogar wenn du Netzwerkkabel verlegst, brauchst du einen Meister. Und Elektronmeister musst du sein beim Netzwerkkabel. Ja, okay. Und naja, dann nach und nach kam dann das Internet. Und dann kam ein Auftraggeber, der uns gebeten hat, ein Redaktionssystem zu programmieren. Also Redaktionssystem, WordPress ist ein Redaktionssystem zum Beispiel. Und da haben wir das damals programmiert. Und also ich mit einem zusammen. Und daraus ist dann die Firma entstanden. Und aus der Firma haben wir dann, oder in der Firma haben wir halt die Stadt München beispielsweise
mit irgendwelchen Dienstleistungen bedient. Die Kultfabrik, kennt noch jemand? Also wir wissen ja jetzt bundesweit, ja, die Kultfabrik, das war früher, das war so eine von den Oetker-Werken hier in München. Mhm. Die haben dann dort Diskotheken und Clubs in diese alte, in dieses alte, ja, das Areal einziehen lassen. Okay. Vom Oetker, und es hieß damals die Kultfabrik, dann hieß es Kunstpark Ost, also richtig Event-Dinger. Mhm. Dann haben wir für verschiedene Landkreise Veranstaltungskalender programmiert, und eines Tages kam dann ein Freund zu mir und er sagte, du Uli, hättest du Lust für die Fluggesellschaft ein Buchungssystem zu programmieren und die zu hosten, also auf deinen Rechner laufen zu lassen. So, ich, ja gut, können wir machen. Es war eine Tochter der Turkish Airlines und der Condor. Ja, das, wow. Ist die Airline heißt Sun Express, so ein Billigflieger. Ja. Mit 20 gibt's, Flugzeugen damals. Gibt es die noch? Ja, ja, oh. Natürlich. Wenn ja. Du, ja, ja, da gibt es Deutschland, Türkei ist da. Okay. Haupt. Ja, dann haben wir dann für die 6 Jahre Suchmaschinenoptimierung gemacht, die Webseite verwaltet, Buchungssysteme gemacht. Das war total spannend. Dann wurden die irgendwann mal aufgekauft von der, also die 50% Condor hat dann die Lufthansa Systems, also die Lufthansa übernommen. Die Lufthansa hat halt die Lufthansa Systems, und dann war es halt vorbei, gell? Mit Geld verdienen, jedenfalls in dem Bereich. Wir haben dann noch für Medienzentralen viel gearbeitet. Medienzentralen, das kennen wir alle, wenn wir in die Schule früher gingen und dann wurde ein Film gezeigt, und dieser Film, der muss irgendwo gelagert werden, und das ist ein Medienzentralen für jede Landkreise, und jeder Lehrer kann sich dann sein, damals konnte man sich Videos noch ausleihen, ja, also das gibt es ja heute alles nicht mehr. Also Videothek für Schulen, und ja, da haben wir uns halt nach und nach, haben wir halt dann da mehr und mehr programmiert, meistens PHP, wenn das jemand was sagt, PHP, so Programmiersprache. Ja. Und JavaScript. Dann kam im Laufe der Zeit dann noch dazu, dass Apps programmiert wurden, fürs iPhone natürlich zunächst, weil das iPhone das erste war, danach noch Android. Ja, und dann waren irgendwie die 25 Jahre dann doch wieder vorbei. Ja, das ist halt, also aber spannende Dinge erlebt. Also von Firmen bist halt dann eingeladen worden und hast das gemacht, und das war schon spannend. Also, und Geld wurde auch gut verdient, keine Frage. Ja. Aber auch für irgendwelche Sportkonzerne aus Herzogenaurach. Ja. Yeah. Zwei große Sportkonzerne, für die haben wir auch programmiert. Ja, also ich im Auftrag von einer anderen Firma, dann was für eine Software für einen zweiten Kuwait-Krieg im Sanitätsbereich. Habe ich da eine Software gemacht, die leider nicht eingesetzt wurde. Ja, aber das war auch spannend, wenn du dahergehst, so als kleiner Programmierer, ja, und dann triffst du dich dort mit irgendwelchen Generälen auf NATO-Tagungen, ja, und fährst zum Bundesministerium der Verteidigung. Das ist natürlich schon krass, gell? Wow. Also, ja. Klingt, als hättest du, also ich weiß gar nicht, was ich zu sagen soll. Das ist ja, du hast ja wirklich die ersten Tage mitgemacht, so ungefähr, was Internet, die Programmierung angeht. Ja. Was hat dich denn daran so fasziniert? Fasziniert dich das heute noch genauso wie damals auch? Ja, also mich fasziniert beispielsweise, wenn ich ein Problem habe im Internet beispielsweise, das ist ja ein bisschen greifbarer jetzt für die meisten Zuhörer und Zuhörerinnen, ich habe da ein Problem und ich möchte dieses Problem lösen. Und da bietet mir vielleicht ein Lösungsanbieter etwas an, was 80, 90 Euro im Monat kostet. Es gibt ja nur noch diese Abo-Modelle. Und dann überlege ich mir, also das ist schon viel Geld. Wie wäre es, du programmierst das Ding schnell runter. Ja, oder ich hätte gerne eine Funktion, dann nehmen wir WordPress her, das ist auch, wie gesagt, sehr greifbar für viele. Ich hätte gerne dieses Add-on, dieses Plugin, und es existiert nicht, dann wird es halt einfach programmiert und fertig. Das finde ich halt recht spannend. Und es sind ja schon ganz nette Dinge bei rausgekommen. Meine Tochter, die ist Tanz-, Sport- und Gymnastiklehrerin. Und die hat für einen großen Elektronikkonzern oder Elektrokonzern hier in München, gibt die Kurse. Mhm. Und das bieten die halt an als Serviceleistung des Unternehmens. Und durch Corona bedingt war es dann so, dass sie sagte, du Papa, ich kann keine Vor-Ort-Kurse mehr geben. Und damals war auch das ganze Thema, also vor Corona, war auch das ganze Thema Zoom-Meeting und sowas. Das war ja nicht so in der Gesellschaft angekommen. Mhm. Und durch Corona haben ja viele Menschen ihre Computerallergie abgelegt. Jedenfalls kam sie zu mir und sagte, du Papa, ich hätte gern
möchte gerne Kurse online stellen, ich habe 5 Kurse. Was macht man jetzt? Legt man das Produkt an bei Digistore, ich sage jetzt einfach den Namen, bei Digistore oder bei Elopage, gibt es ja noch mehr. Ja. Und dann habe ich mir angeschaut, wer denn solche so Kursplattformen anbietet. Mhm. Da gibt es ja auch einige und bei 5 Kursen bist du bei diesen 80, 90 Euro pro Monat dabei, wenn du dieses Package da buchst. Und da habe ich gesagt, du, Praxis läuft gerade sowieso schlecht, ja, weil durch Corona, Leute haben ein bisschen Angst, da irgendwo hinzugehen, sich anzustecken, was weiß ich. Und da habe ich halt innerhalb von 3 Monaten ein eigenes Lernportal programmiert. Mhm. Wobei ich ehrlicherweise sagen muss, die Lernsoftware ist basiert auf Moodle. Ja. Schon mal gehört? Der ja. Eine oder andere wird Termine buchen kennen. Und sowas, ne? Nee, Moodle ist eine Lernsoftware, die von Universitäten und Schulen eingesetzt wird. Ah, auch so, doch, daher, ja, ich habe das bei meiner Uni, weil ich bin ja nebenbei Student, ne, Teilzeitstudent, da haben wir das auch. Genau, viele Menschen, Stand heute unter 30, kennen das, alle über 30 kennen es nicht, ja, warum auch immer, egal. Und da habe ich halt das Moodle so umprogrammiert, dass am Schluss eine Lernplattform rausgekommen ist. Mhm. Und das funktioniert recht gut und das sind halt, müssen wir sagen, es ist halt immer wieder eine Herausforderung. Diese Herausforderungen helfen mir aber auch, geistig fit zu bleiben und nicht auf diesem, ja, das haben wir mal gelernt und mehr brauchen wir nicht mehr, ja, auf diesem Stand stehen zu bleiben, das wird mir nicht passieren. Ja, spannend. Okay. Und im Bereich oder Bereiche, die mich persönlich auch interessieren, weil ich habe auch meine eigene Website mal gehabt für, oder ich habe sie immer noch, aber betreibe sie leider nicht mehr, ärgere ich mich im Nachgang sehr drüber, ehrlicherweise. Ich habe nämlich mal einen eigenen Blog geschrieben, Reiseblog. Habe da vor 2 Jahren und 2,5 Jahren mit aufgehört. Musste mich dementsprechend auch mit solchen Themen programmieren konnte ich nicht, kann ich auch heute noch nicht. Aber ich habe mich halt auch viel mit so Themen wie SEO beschäftigt oder überhaupt mit wie so Websites funktionieren, was da wichtig ist, was einem Kunden wichtig ist und so weiter und so fort. Gibt es irgendwie aus deiner Sicht Kernaspekte, die jemand, der vielleicht mal überlegt, eine eigene Website in welcher Form auch immer zu betreiben, worauf man achten sollte? Also irgendwie so 3, 4 Kernpunkte, mit denen man sich erstmal beschäftigen sollte, bevor man sowas macht? Oder würdest du vielleicht empfehlen, hey, ganz ehrlich, nehmt lieber einen dieser Anbieter, die euch das schon so vorgefertigt hinlegen, wo ihr nur noch so ein Template zusammenbasteln müsst. Wie siehst du das? Oder meinst du, nee, lernt mal alle programmieren. Ist eine geile Sache und ja, wird euch in der Zukunft helfen. Naja, ich sag's dir ganz ehrlich, es geht ja immer mehr dahin. Nee, ja. Also es ist so, dass WordPress, nehmen wir ja WordPress, gibt natürlich noch andere Redaktionssysteme, die ihre Vor- und Nachteile haben, keine Frage. WordPress hat auch Vor- und Nachteile, auch keine Frage. Also das Allerwichtigste ist Geschwindigkeit, dass die Website sehr, sehr schnell aufgerufen werden kann oder beim Endkunden ankommt und da ganz besonders auf dem Handy. Warum? Weil, wenn ihr in die Stadt geht, ihr seht, wie viele Menschen mit dem Handy unterwegs sind. Mittlerweile sind sie nach Webseite 70-80% der Internetbesucher sind mit dem Handy unterwegs. Und die haben halt nur ein gewisses begrenztes Datenübertragungsrate. Ja. Und das heißt, man sollte jetzt nicht mit riesen Videos und riesen Bildern daherkommen, sondern das keep it simple and smart. Das ist wichtig. Mhm. Ja. Das ist das Erste. Das Zweite, wenn du jetzt für Suchmaschinenoptimierung beispielsweise, wenn du irgendeinen Blog schreibst, dann benenne den so, wie die Menschen nach, oder ein Artikel da drin, benenne die Überschrift so, wie die Menschen im Internet auch suchen würden danach. Also wenn du jetzt beispielsweise, du hast eine Überschrift, ja, und da steht drin, 4 Bretter und ein Fahrradwagengestell. Ja, nimm es mal so, ja? Ja. Und danach sucht niemand. Ja. Danach sucht niemand. Wenn du einen Blog-Eintrag aber nennen würdest, wie kann ich aus einem alten Fahrradgestell, also aus einem Fahrrad, nicht Fahrradgestell, sondern Anhänger, einen neuen Anhänger machen, wie kann ich meinen Anhänger pimpen, wie kann ich denn sowas machen, dann suchen die Menschen danach. Ja. Und nicht, ich hatte meine Idee am Wochenende. Ja, was denn? Ja, was ist die Idee? Ja, also
gebt euren Beiträgen und Seiten bei WordPress oder im Internet allgemein Namen, ja, nach denen die Menschen auch suchen. Dann werdet ihr auch erfolgreicher sein, als wenn du irgendeinen Firlefanz reinschreibst. Ja, ist das auch übertragbar? Also das gilt ja hauptsächlich dann für Google, denke ich mal, dass du darauf jetzt gerade eingehst. Ja. Ist das auch übertragbar für Themen bei beispielsweise YouTube? Absolut das Gleiche, weil YouTube gehört ja Google, ja, und da ist genau dasselbe. Die How-To-Videos sind die meist aufgerufenen, die es in der Regel die meist aufgerufenen. Du kannst beispielsweise was über so lege ich mein Geld an. Ne? Mhm. Die Überschrift, das interessiert aber niemand, wie du dein Geld anlegst. Wenn du aber schreibst, mit ETFs die Rente aufbessern oder Altersvorsorge, wie kann man mit ETFs die Altersvorsorge betreiben oder aufbauen, dann wirst du auch gefunden. Mhm. Weil die Leute schauen sich zwar auch manchmal zum Entertainment halt die irgendwelche Videos an, aber die Information ist wichtig, weil die Menschen, die bei Google etwas suchen oder bei anderen Suchmaschinen gilt das natürlich auch, die haben ein Problem und möchten dieses Problem gelöst haben. Ja. So, und wenn du dieses Problem aufgreifst in deiner Benennung der Seite und auch im Inhalt natürlich, das gehört natürlich dann zusammen, dann wirst du natürlich bei Google besser gefunden, als wenn du irgendwas irgendwie, was habe ich am Wochenende gemacht? Ja, das ist kein Mensch. Also sprich, Punkt 1, Geschwindigkeit, Punkt 2, seine Sachen so benennen, wie auch danach gesucht wird, und am besten sollten das Dinge sein, die irgendwie ein Problem lösen, weil jemand hat im Regelfall ein Problem, sucht nach einer Antwort bei Google oder YouTube oder sonst. Genau, versetz dich in die Lage eines normalen Internetbenutzers. Ja. Du hast jetzt einen Artikel über was auch immer, wie baue ich jetzt so ein, oder wie pimpe ich meinen Fahrradanhänger auf, ja. Und du erklärst das da in deinem YouTube-Video und in deinem Blogbeitrag, ja. Dann nach was suchen die Menschen, die du damit ansprichst? Hm. Nicht mein schöner Fahrradanhänger, sondern wie pimpe ich meinen Fahrradanhänger auf? Ja. Was kann ich tun, wenn ich nachts nicht schlafen kann? Hm. Ja, man hört's raus. Ne? Eine konkrete Fragestellung zu beantworten in der eigenen, also so ein, wie sagt man im Englischen, einen Hint geben, worum es da geht und welche Frage da genau beantwortet oder welche beantwortet. Genau, und wenn das Ganze noch ein bisschen mit Entertainment verbunden ist, also da gibt es ja dieses Kofferwort, das heißt, Infotainment setzt sich zusammen aus Information und Entertainment. Ne? Ja. Und wenn du das Ganze noch ein bisschen lustig vielleicht rüberbringst, dann wird es auch eher angenommen, als wenn du der Oberlehrer bist, dann kommt es nicht so. Ne? Und wenn du halt nur Entertainment, ja, das ist auch nett, aber ja. Da muss halt Musikgruppe sein und was ich was irgendwie ein tolles Musikstück dann, ja, aber ansonsten. Ja. Hm. Also wenn du einen Blog vorwärts kommen möchtest und so einen How-To-Blog machst, das kommt immer gut an. Hm. Was sind denn ist wahrscheinlich sehr, sehr schwierig zu beantworten, also kann ich mir zumindest so vorstellen. Was sind denn so deine Key-Learnings aus 25 Jahren Programmierung? Dass es immer weitergeht, dass wir uns immer weiter entwickeln dürfen, dass wir offen für neue Techniken sein dürfen, dass wir auch sehen, dass die Welt sich verändert, Wertesysteme verändern sich. Also, dass wir nicht dieses ganz Starre hatten, was es früher noch gab. Ja, in den 1950ern, 60ern, 70ern, da war das Leben noch sehr, sehr starr. Ja, da gab es das Wertesystem. So. Und heute ist es doch eher zeitdynamisch und geht her und nehmt neue Aufgaben an, probiert neue Dinge aus, und wenn es nicht hinhaut, dann habt ihr es wenigstens mal gemacht. Mhm. Also nicht irgendwie, das wird sowieso nichts und das kann ich nicht und das ist ja aufwendig und da habe ich keine Zeit zu. Wenn man sich überlegt, wie viele Menschen RTL 2 Shopping Queen und wie der ganze Kram heißt, anschauen, nutzt diese 2 Stunden, hör dir Hörbücher an. Ne? Mhm. Mach was Sinnvolles. Mhm. Treff dich mit Menschen, die dich weiterbringen. Mhm. Und natürlich gehört ein Stammtisch auch dazu. Das bringt uns in der Regel ja so ein Schützenverein Stammtisch. Der bringt uns jetzt nicht irgendwie in der Persönlichkeit weiter, aber es gehört auch dazu. Aber schaut, dass ihr Dinge macht, die euch wirklich, wirklich weiterbringen, und seid nicht so starr und sagt, ja, ich habe keine Lust mehr, was zu lernen. Und
bla bla bla, das ist völliger Quatsch. Finde ich spannend. Ein sehr guter Freund von mir oder einer meiner besten Freunde ist auch im IT-Bereich tätig. Der hat angefangen mit 12 zu programmieren, ist jetzt 27 und der denkt da sehr, sehr ähnlich. Also der sagt auch, dieses ganze Programmieren, du wirst halt vor ein Problem gestellt und musst halt irgendwie eine Lösung finden und baust dann. Und das zeigt dir, wenn du das ganz häufig gemacht hast, dass du halt immer irgendwie weiterkommst, dass es immer eine Lösung gibt, dass du immer selbst dafür verantwortlich bist, dass eine Lösung auch zu finden. Und alles, was du gerade gesagt hast, finde ich sehr, sehr spannend, dass diese Denkweise von Menschen, die in diesem Bereich arbeiten, häufig die gleiche ist irgendwie, zumindest von dem, was ich bis jetzt gehört habe. Und aus meiner Sicht ist das eine sehr progressive Art zu denken. Finde ich sehr gut, muss ich sagen. Also Kompliment. Danke, danke. Also wir haben uns ja im Vorgespräch auch schon drüber unterhalten über das Thema Geldanlage. Vielleicht wolltest du es auch noch ansprechen, ich weiß es nicht. Und ich bin halt, ich habe es ja auch vorhin schon gesagt, in der Situation, in der Geld für mich ein Werkzeug ist. Ich könnte mir jetzt keine Yacht kaufen. Eine Spielzeugjacht vielleicht in der Größe, okay. Ja. Das bedingt aber auch, dass ich mich darum kümmere, wie das Geld angelegt wird. Und da kann ich jetzt zum Anlageberater gehen von meiner Hausbank und dann weiß ich, die ersten 3 Jahre, 4 Jahre bezahle ich nur sein Gehalt damit und möchte ich das, ja. Und dann darf man sich halt mal mit den Themen auseinandersetzen. Ich habe ein Problem, also es ist ein schönes Problem, das wir haben, ja, bezüglich, wie soll ich Geld anlegen, ist ein schönes Problem. Es gibt Menschen, die können das nicht, deshalb haben sie das Problem auch nicht. Aber es ist, wie gesagt, ein schönes Problem. Und dann durfte ich mich mit dem Thema einige Monate auseinandersetzen, da ich mich halt statt Shopping Queen zu schauen, ja, habe ich mir halt entsprechende Bücher, Bücher reingezogen oder irgendwelche Videos an mir angeschaut auf verschiedenen Plattformen. Ich habe das Ganze dann zusammengetragen und ja, es war halt ein Problem und dieses Problem wurde halt dann auch nach einigen Monaten gelöst. Und ich bin dafür auch selbst zuständig, ich bin dafür in Anführungszeichen verantwortlich, aber ich bin immer für mein Leben verantwortlich. Jeder möchte frei sein in seinem Denken, ja, aber Verantwortung möchte niemand übernehmen oder seltenst. Und ich bin halt jemand, der sagt, gut, jetzt mache ich und dann muss ich auch für gerade stehen. Und wenn man sich ausreichend informiert, dann kann es auch sein, dass am Schluss was Gutes bei rauskommt. Ja, und das ist bei unseren Anlagen ist das wirklich alles gut gelaufen, also perfekt gelaufen. Und kein Anlageberater auf diesem Planeten hätte das so hingekriegt, ohne dass ich jetzt eingebildet bin. Ich habe mit Anlageberatern dann danach gesprochen, die haben gesagt, das hätte keiner sich so hingekriegt. Spannend, das ist auch ein guter Übergang von IT zu Anlagethemen, weil auch da hast du recht, wollte ich mit dir noch ein bisschen drüber sprechen. Also nur damit der Eindruck hier nicht falsch kommt, ja. Ja. Ey, was macht denn der? Der programmiert, ist Heilpraktiker für Psychotherapie, ja. Erzählt vom Hier und Jetzt und vom Universum und Klump und Zeug. Und jetzt macht er auch noch Finanzberatung. Nein, das mache ich nicht, diese Finanzberatung für andere. Ja. Ich auch kein Geld für, das mache ich für allerhöchstens für sehr, sehr gute Freunde, ja. die bei mir in der Nachbarschaft wohnen. Wenn die eine Frage haben, dann werde ich ihnen auch die Frage beantworten. Ja, ja. Also es ist nicht, weil sonst kommst du mit so einem Bauchladen daher und das glaubt dir irgendwann mal keiner mehr. Ja, an der Stelle muss ich auch selbst noch mal kurz einen Disclaimer hier reinpacken. Ihr Lieben, das hier ist keine offizielle Anlageberatung, ja, für alle, die zuhören und die zugucken. Wenn ihr euch in Anlagen beraten lassen wollt, dann geht zu einem professionellen Menschen dafür. Dieser Podcast oder diese Episode ist definitiv nicht dafür gedacht. Ja, aber lest die richtigen Bücher. Ja, genau, lest die richtigen Bücher, informiert euch selbst und das ist alles mit Risiko verbunden und ihr tragt das eigene Risiko. Nichtsdestotrotz würde ich da mit dir gerne drüber sprechen wollen, Ulrich. Und zwar, vielleicht kannst du mal so ein bisschen sagen, mit was für Themen, also welche Branchen, welche Bereiche du dich bis jetzt am meisten befasst hast oder die dich am meisten tangieren und warum das so ist. Das vielleicht mal so beginnend. Also am Anfang waren es ganz klar Immobilien. Der Grund ist ganz einfach der, meine Eltern, die haben mir irgendwann mal ermöglicht, dass ich hier in einer Wohnung wohne, hier in München, die mir gehörte. Also das haben sie mir, sie haben gesagt, ob du es jetzt erbst oder ob wir es jetzt bezahlen, das macht ja keinen Unterschied. Ja, das ist auch egal. Brauchst jedenfalls bis zum Tod keine Miete zu bezahlen.
Ich hätte es mir ja trotzdem leisten können, aber egal. Jedenfalls, ich habe, und Gott sei Dank, habe ich da eine gewisse Starthilfe bekommen. Und ich glaube auch in der heutigen Zeit, dass ohne diese Starthilfe es wirklich, wirklich schwer ist, für junge Menschen Vermögen aufzubauen. Das finde ich ganz, ganz übel. Das war früher anders, aber heute ist es so, dass du ohne, wie gesagt, einen Startschuss oder Unterstützung das gar nicht hinbekommst. Naja, Das war. das würde ich in Frage stellen, aber dass es schwierig ist, bin ich bei dir, aber mal, es geht. Aber Es ist egal. schwieriger geworden. Es ist Ja. schwieriger. Definitiv schwieriger, ja. Wenn du heute schaust, ne, der Grund ist ganz einfach der, wenn du heute schaust, was die Immobilienpreise in München sind. Wir reden hier über einen Quadratmeterpreis innerhalb der Stadtgrenze München von 10.000 Euro für eine Wohnung. Ja. Und jetzt hast du es, was ich was hast, bist verheiratet, ja, hast ein Kind, brauchst also 80 Quadratmeter vielleicht. Ja, das ist jetzt nicht groß hier. Also, das ist halt eine ganz normale Wohnung hier in Ja, München, 80 ja. Quadratmeter, drei Zimmer, ja. Da bist du bei 800.000 Euro. Ja. Und wenn du kein Startkapital hast, dann kannst du das mal völlig erden. Und ich rede jetzt nicht nur vom gut verdienten Zahnarzt, Juristen oder sonst irgendwas, sondern wir reden auch hier bitteschön über Menschen, die hinter der Fleischtheke stehen im Supermarkt. Wir reden über Menschen, die Schaffner sind. Wir reden über Menschen, die im Gesundheitswesen tätig sind, ja, Krankenschwestern und, und. Da wird es nicht mehr funktionieren. Das kannst du völlig, völlig erden. Ne? Ja, Gut. in den Bereichen definitiv Münchner Innenstadt oder was oder überhaupt Stadt wird das extrem schwierig, da was zu bekommen dann, ja. Selbst im Umland ist es schwer. Selbst im Umland sind die. Also wir haben hier im Münchner Bereich eine Wertsteigerung. Ein anderes Wort heißt, ist auch Inflation, ja. Also was auf der einen Seite der Wert gesteigert wird, heißt ja auf der anderen Seite, dass das Geld weniger wert wird. Ja, das darf man ja nicht vergessen, ja. Über die letzten 15 Jahre von 9,4% Keine Ahnung. per anno. Und jetzt überlegt ihr, wie stark die Gehälter stiegen. Ne? Die Steuern können da mithalten mit diesen 9,4% plus, ja. Aber die Gehälter an sich, die Kaufkraft ist doch verschwindend gering geworden. Und das Aber es gibt immer noch genug Menschen, die sich das leisten können. Keine Frage. Ja. Also was ich damit sagen möchte, die Schere zwischen Arm und Reich wird in Deutschland immer, immer größer. Der Mittelstand wird zerstört, meiner Meinung nach. Er wird immer ausgedünnter. Und ja, aber deine Frage war, wie kam ich dazu? Gut. Ja, und wenn du einmal so einen Start bekommen hast, Aber finanziellen Ulrich, Nachtrag. Entschuldigung, dass ich unterbreche, aber ich finde das wichtig, dass du das gerade gesagt hast, weil dessen muss man sich erstmal bewusst werden, dass eben diese Schere größer wird, dass der Mittelstand kleiner wird, dass die Menschen durchschnittlich, also dass die Kaufkraft geringer wird. Das spricht ja dafür, dass man, wenn man es irgendwie schafft oder hinbekommen kann, investiert in Immobilien, wenn möglich, ne? Und ich, Ja. ich bin da ein großer Verfechter davon, und kann dir da nur beipflichten. Deswegen an dieser Stelle ist ein guter Hinweis gewesen für diejenigen, die richtig zuhören, also in Anführungsstrichen richtig zuhören, dass das wichtig ist, so schnell wie es geht, so doof das klingt, aber irgendwie da reinzukommen und nicht erst in 20, 25 Jahren, weil dann sieht die Welt nämlich wie, dann ist man noch mal weiter, noch teurer, man hat noch weniger Kaufkraft und so weiter. Es wird nicht besser. Das ist Wahrscheinlich. richtig, das ist richtig. Nur ob die Ne? Immobilien der Weisheit letzter Schluss sind, kann ich dir nicht sagen. Es gibt nämlich Das auch wissen wir alle Dinge, nicht. es gibt nämlich auch Dinge, die gegen Immobilien sprechen. Ja. Wenn du in einer Immobilie selbst wohnst, die du finanzierst, weil du die 800.000 Euro vielleicht nicht gerade Cash irgendwo rumliegen hast, ja, dann sind die Zinsen, die du bezahlst an die Bank, die kannst du von deiner Steuer nicht absetzen. Geht nicht. Wie auch. Weil es ja dann deine eigene Veranstaltung, ob das Haus jetzt gemietet ist oder die Wohnung oder gekauft, das ist dem Finanzamt ja völlig egal. Das heißt, da hast du nichts von. Du kannst diese Steuern nicht, du kannst es steuerlich nicht geltend machen. Das nächste ist, du darfst in Deutschland, wer das nicht wissen sollte, innerhalb von 5 bis 6 Jahren, es gibt hier keine feste Regelung, darfst du, wenn du eine Immobilie, also darfst du maximal 3 Immobilien verkaufen auf einmal, weil das Ganze nämlich sonst gewerblich als gewerblich infiziert gilt. Das heißt, du bezahlst Einkommensteuer darauf. Ja, das heißt, wenn du hergehst und sagst, okay, ich
hat ein Bekannter von mir gemacht. Der hat sich x Eigentumswohnungen fürs Alter gekauft. Und da habe ich zu ihm gesagt, ja, aber den Verkauf wirst du nie erleben. Sagt er, warum? Den steuerfreien Verkauf. Sagt er, warum? Sag ich, warum? Ganz einfach, weil du, wenn du mehr als 3 Immobilien verkaufst, du da drauf 50% Einkommenssteuer bezahlst. Ja. Wissen die meisten Leute nicht. Das heißt, alles nur in Immobilien rein zu investieren, kann gut sein, muss nicht. Wäre jetzt mal eine doofe Zwischenfrage. Ist das denn auch so, wenn man 10 Jahre gewartet hat? Ja, selbst dann. Mhm. Okay, wir haben damals gedacht, wir sind ganz schlau, da wurde hier so ein Areal gebaut und da wurden uns Tiefgaragenstellplätze angeboten. Mhm. Für einen sehr, sehr guten Preis, für eine Hälfte vom Preis von dem, was es damals wert war, weil der Bauträger die Parkplätze loswerden wollte. Haben wir gekauft. Das Problem ist jetzt, dass wir immer nur 3 Stück innerhalb von 6 Jahren verkaufen dürfen. Mhm. Blöd. Ja. Also es hat auch Nachteile. Und ein noch großer Nachteil ist, wenn du jetzt beispielsweise eine Immobilie vermietest, ja, mhm, dann vergiss die Rendite bezüglich der Mieteinnahmen. Kannst du komplett knicken, rechne bitte nicht damit, weil das ist eine Milchmädchenrechnung. Wenn du nämlich jemanden hast, der deine Wohnung runterwohnt oder eine Mietnomaden, ja, mhm, oder jemand kann aus, wir haben hier gerade eine Zeit, in der das ganze, ja, das Geldsystem umgeschmissen wird, die Gehälter, also es ist ja alles im Moment exorbitant teuer, also ich weiß nicht, wo das noch hinläuft, da müsste ich den Herrn Schwab mal fragen und jetzt kann die Miete nicht mehr bezahlt werden. Ja? Dann musst du die Zinsen bezahlen, wenn die Wohnung finanziert ist und kriegst kein Geld. Ja? Pech. Was auch noch sein kann, wenn du, also in Bayern ist das so, wurde mir gesagt von der Hausverwaltung, ich weiß nicht, ob es wirklich richtig ist, dass man als Mieter um die 80 Löcher in ein Bad hineinbohren darf. Mhm. 80 Löcher. Wenn du dir ein Bad vorstellst, sagen wir mal so 10 Quadratmeter, ja, und du renovierst es, dann kostet dich das hier ungefähr 30.000, 40.000 Euro, dass, mhm, man eine Größenordnung hat. Ja. Das heißt, du kannst die Mieteinnahmen der letzten 2 Jahre nehmen und in die Badrenovierung reinstecken. Mhm. Also es darf man alles nicht, es ist nicht so toll. Ja. Also die Rendite bei der Wohnung in der richtigen Lage, nehmen wir jetzt nochmal München, ja, 9,4%, plus die Abschreibung, das sorgt natürlich dafür, dass dein Einkommen reduziert wird. Keine Frage. Mhm. Aber rechne bitte nicht mit den Mieteinnahmen. Mhm. Deshalb stehen ja auch so viele Wohnungen leer. Mhm. Weil die Menschen Angst haben, dass sie die Miete auch nicht mehr rausbekommen. Mhm. Ja, spannend. Okay, aber dann mal die Folgefrage. Warum würdest du das denn, also warum hast du dich denn dann mit Immobilien so stark beschäftigt und was siehst du denn positiv daran? Also es ist halt, das heißt immer so schön Betongold, ne? Mhm. Aber eine Immobilie ist, wie der Name schon sagt, immobil. Mhm. Und gut, mich kann hier niemand rauswerfen, ich safe hier, ja. Es ist auch sehr angenehm, wenn eine deiner Töchter kommt und sagt, Papa, ich brauche eine Wohnung. Ja, dann sagst du, ja, da vorne. Ja. Und es ist halt sehr angenehm, du hast halt eine gewisse Rendite. Ja. Und ja, noch ein ganz kurzer Nachteil noch dazu, ja, weil wir gerade dabei sind, von dem sich aber niemand abschrecken lassen sollte. Das ist, es kann ja sein, dass früher eine Zwangshypothek kommt. Wir hatten Corona, was sehr viel Geld gekostet hat. Jetzt wird die Bundeswehr aufgerüstet und die ganze Ukraine-Krise sorgt ja auch dafür, dass sehr, sehr viel Geld von der Regierung zur Verfügung gestellt wird. Mhm. Vorher wurde auch schon sehr viel Geld zur Verfügung gestellt. Ob diese Zwecke immer sinnvoll waren, kann man jetzt mal sich drüber unterhalten. Mhm. Aber egal. Das heißt, die Schuldensituation, also der Westen ist überschuldet. Mhm. Da beißt die Maus keinen Faden ab, besonders unsere Hauptwirtschaftsmacht USA ist ja maximal pleite. Mhm. Und da kann es sein, dass früher oder später eine Zwangshypothek kommt und im Gespräch sind so 30-50%. Mhm. Das bedeutet, dass von deiner Immobilie, je nachdem ob Kauf oder Verkehrswert, das müssen die noch entscheiden, du 50% an den Staat abdrücken darfst. Ja. Hört sich erstmal schlimm an. Macht euch keine Gedanken, diese 50% darf man über 30 Jahre zu einem festen Betrag zurückbezahlen. Also der Betrag ist immer gleich, 30 Jahre lang.
Und bei einer Inflation von, was haben wir gerade, 7, 8, 9, 10%, sowas, ja, reduziert sich dieser Betrag auch immer wieder und ist auf 30 Jahre gerechnet, reduziert das die Rendite pro Jahr von 1,2%. Das heißt, du hast nicht mehr 9,4% Rendite in München, sondern bloß noch 8,2%. Das sind alles Dinge, mit denen man leben kann. Also keine Angst haben, eine Wohnung wegen der Zwangshypothek nichts, also macht es trotzdem. Ja, und die Zuhörer oder Zuschauer sollten sich dabei auch immer bewusst sein, das sind jetzt Zahlen aus München, in anderen Städten muss man das natürlich ein bisschen umrechnen, ne? Da sind dann andere Renditen der Fall und ja. Entsprechend muss man ein bisschen andere Kalkulationen dort annehmen. Aber ja, also wichtig ist halt die Lage, wie immer. Und es nutzt mir nichts, wenn ich mir jetzt eine teure Wohnung kaufe irgendwo. Bitte, liebe Mecklenburg-Vorpommerer, seid bitte nicht böse, ja. Aber wenn man sich da eine Wohnung kauft und das Dorf wird dann irgendwie, weil die jungen Menschen mehr und mehr wegziehen, wird die Wohnung immer weniger wert, ja, weil das Dorf dann vergreist oder vielleicht gar nicht mehr existiert irgendwann mal. Also wir haben ja das Teure ist ja hier in München, die Infrastruktur, die wir haben und das Jobangebot. Wir haben ja nahezu null Arbeitslosenquote. Ich glaube, 2 oder 3% oder irgend sowas, ja. Also Vollbeschäftigung hier bei uns. Ja, aber nochmal zu meiner Frage. Ja, Rendite ist da. Was bewegt dich denn noch dazu zu sagen, hey, Immobilien, damit habe ich mich viel beschäftigt und das ist eine gute, aus meiner Sicht eine sinnvolle Anlage? Es ist eine Anlage, die zum Portfolio dazugehört. Es ist nicht die einzelne Anlage, aber das sollte man sowieso nicht machen. Das ist halt eine, die halt im Glauben, auch in meinem Glaubenssätzen, halt eine gute Investition ist, ist sicher. Mhm. Ja. Sie kann mir niemand wegnehmen, was aber auch, wenn man es ein bisschen hinterfragt, nicht wirklich stimmt. Und ja, ich muss auch keine Miete bezahlen. Ich weiß halt auch, die Wohnung, in der ich hier wohne, ob ich in der sterben werde, irgendwann mal, weiß ich nicht. Das gehört mir. Ich muss niemand, egal was kommt, rentenmäßig, ich muss niemand Miete bezahlen. Es gibt keine Eigenbedarfskündigung und ähnliches, sondern ich kann damit rechnen. Das ist safe. Das ist safe. Okay, sehr gut. Mal eine andere Zwischenfrage. Wir gehen ja auf die nächsten Sachen ein. Hast du mal Rich Dad, Poor Dad gelesen, das Buch? Sagt dir das was? Ich habe es, glaube ich, irgendwann mal gelesen, aber ich weiß nicht mehr. Inhaltlich weiß ich nicht mehr. Kann sein. Okay, ja, ist gut. Okay. Empfehle ich dir gerne nochmal zu lesen. Das ist eins der aus meiner Sicht, also von all den Büchern, die ich bis jetzt gelesen habe, und ich habe bis vor 3 Jahren habe ich gar nicht gelesen. Mittlerweile habe ich schon einen großen Stapel hinter mir, weil ich habe Lesen vorher gehasst. Jetzt mittlerweile liebe ich Lesen, sage ich dir ganz ehrlich. Und ich benutze diese beiden Wörter, gehasst und lieben, hier wirklich bewusst. und kann dir sagen, dass das eins der besten Bücher war, die ich bis jetzt gelesen habe. Einfach dafür ein Grundverständnis für Investments zu bekommen. Und da wird eben auch sehr, sehr viel auf Immobilien eingegangen. Und ja, einfach die Art und Weise, über Investments nachzudenken, wird durch dieses Buch völlig verändert aus meiner Sicht. Ja. Deswegen kann ich das nur empfehlen, für alle, die zuhören oder zugucken, Rich Dad, Poor Dad. Aber das mal, ja. Und was ja noch gerade im Gespräch, also sehr, sehr gehypt wird, sind natürlich ETFs. Ja, genau. Indexfonds. Und da, wie soll man sagen, da kann man schon mal was, würde ich jedenfalls machen, investieren. Und weil die in der Regel, diese MSCI All Country World heißt er, der hat so eine Durchschnittsrendite auf die letzten x Jahre von 9%. Und vor dem ganzen Corona-Gedings hatte er sogar eine, ich glaube, 18% pro Jahr, die 3 Jahre vorher, also exorbitant. Da kommt nicht mal die Immobilien in München mit bei dieser Rendite. Ja. Und da kann man wirklich Geld verdienen. Wir leben halt in einer kapitalistischen Welt. Selbst wenn China kommunistisch ist, ist es trotzdem ein kapitalistisches System. Jeder will Geld verdienen. Ja, am Schluss. Und die Kurse, ja, wir müssen mal sagen, wenn man in ETFs investiert, da darf man auch, ja, man sollte nicht jeden Tag auf den Kurs schauen, weil da könnte es sein, dass da ab und zu mal, wie soll man sagen, durch so eine Corona-Krise oder halt durch die Ukraine-Krise auch mal die Kurse ganz schön nach unten gehen können. Also wir hatten letztes Jahr so um die 10% plus, dann kam die Ukraine, dann ist das Ganze um 5% minus
abgegangen, abgebrochen, ja, eingebrochen. Und jetzt sind wir wieder bei 5% plus. Also auf 10 Jahre gesehen wirst du auch, wenn du die Kursverläufe anschaust von den ganzen ETFs, da wirst du auch sehen, dass die Ukraine natürlich dann Haken, also so nach unten so eine Delle darstellt. Aber langfristig gesehen wird es wieder nach oben gehen. Das ist was völlig Dynamisches. Das ist wie Ebbe und Flut, dass es mal hochgeht und es geht auch mal wieder runter. Man darf also da ein bisschen entspannter sein. Und wenn man in ETFs investiert, Zeithorizont wenigstens 10 Jahre. Mhm. Hast du bestimmte ETFs, die du empfehlen würdest, außer den MSCI World? Also ich habe den MSCI All Country World. Mhm. Nicht den MSCI World. Der MSCI All Country World hat auch die Schwellenländer China, Brasilien und Indien dabei und, soweit ich weiß, nicht die Firma Nestlé. Und das ist für mich ein Argument gewesen. Ich glaube, das war der. Ja. Dann, man muss sich ja überlegen, welche Dienstleister und welche Produkte verwenden wir tagtäglich. Das heißt, der amerikanische Markt, die Wirtschaftsmacht Nummer 1 ist halt Amerika. Und da hat auch der MSCI All Country World und der MSCI World natürlich seinen Hauptfokus. Das sind, glaube ich, 60% oder sowas, die amerikanisch sind. Also richtig dabei. Gut, und ansonsten habe ich noch Small Caps, amerikanische Small Caps. Okay, erläutere doch gerne mal, was das ist. Das sind kleine mittelständische Unternehmen, also klein mittelständisch, die haben es immerhin an die Börse geschafft. Ja. Das ist sowas vergleichbar mit dem MDAX, MDAX in Deutschland. Ja, das sind halt die es halt nicht geschafft haben, in DAX hineinzukommen, das ist ein kleineren MDAX in der zweiten Liga. Ja. Nur das ist halt so ein bisschen mehr Mittelstand. Ja. Die Zusammensetzung kann man sich ja mal anschauen, wer da so alles drin ist. Das sind immer noch Riesenunternehmen, so ist es ja nicht. Ja. Ja. Das sind halt keine Apples und keine Microsofts. Ja. Also ich meine, da bin ich im Deutschen beispielsweise investiert. Genau. Kann ich dir sagen. Und da ist die Rendite per anno auf jeden Fall, also ist höher als die, wo die ganzen DAX-Unternehmen drin sind. Ja. Im Durchschnitt. Ist natürlich auch in Anführungsstrichen etwas risikoreicher, wenn man das so sagen kann, aber so wirklich richtig großartig viel mehr Risiko hat man nicht, weil, wie du sagst, das sind auch immer noch extrem solide Unternehmen, die da drin sind. Ich nenne dir ein Beispiel, die Post. Ne? Also Deutsche Post ist, glaube ich, in dem im MDAX mit drin und nicht im DAX. Also nur ein Beispiel von vielen. Also ja, bin ich bei dir. Zweite Liga zu nehmen, zahlt sich vielleicht manchmal doch ein bisschen mehr aus als die erste Liga. Spannender, genauso wie bei uns bei Fußball auch. Ist viel spannender als die erste Liga. Nur eins kannst du abhaken. Auch dadurch, dass du aus Hamburg kommst, der HSV wird auch diese Saison nicht aussteigen. Ich bin aber auch kein HSV-Fan, Ulrich. Das kann ich auch sagen. Den Gurkenverein, da stehe ich nicht hinter. Und alle, die das jetzt gehört haben und jetzt abgeschaltet haben, ja, tut mir leid, aber es ist so. Wenn du Pauli-Fan sein solltest, dann kriegt er am Samstag einen gegen Darmstadt auf die Mütze. Okay, was haben wir noch? Emerging Markets, MSCI Emerging Markets. Emerging Markets sind halt die Schwellenländer, von denen wir vorhin schon sprachen. Ja. Und wenn man halt jetzt einen Ausgleich haben möchte, dass man sagt, okay, beim MSCI All Country World ist der amerikanische Anteil einfach zu hoch und der Schwellenländer-Anteil ist zu niedrig. Ich möchte gerne das ein bisschen aufwerten. Dann kann man nochmal den MSCI Emerging Markets hinzunehmen. Und wie gesagt, auch die zweite Liga in Deutsch ist es der DAX, der MDAX. Und in Amerika sind es halt die Small Caps, heißt es. Und die kann man da wunderbar für hernehmen. Jetzt schaue ich mal noch, was wir so alles auf dem Handy da so haben. Ah ja, ich muss eine Zwischenfrage stellen, Zwischenfragen stellen. Wie machst du das denn? Hast du einen Sparplan, wo du beispielsweise jeden Monat eine bestimmte Summe reinhaust? Oder investierst du alle paar Monate einen Betrag X? Oder ist das immer unterschiedlich? Hast du eine bestimmte Strategie? Also meine Strategie, wie soll man sagen? Ich bin jetzt schon 55 und ich muss jetzt nicht mehr so viel ansparen, um das vorsichtig auszudrücken. Wenn ich jung wäre, ja, würde ich natürlich einen Sparplan machen in ETFs. Und wenn jemand irgendwie 5.000, 100.000 oder was auch immer 1.000 Euro hat, es macht rechnerisch keinen Unterschied, ob ihr das Ganze über 12 Monate auf ein Jahr investiert oder ob es gleich komplett investiert. Das macht keinen Unterschied. Das ist nur für die Psyche, ist es was anderes. Ja? Aber ansonsten am Ende kommt das gleiche Ergebnis bei raus. Weil wenn du am Anfang weniger investierst, sind natürlich auch die Gewinne geringer. Hast du gleich die komplette Summe drin, sind die Gewinne natürlich jetzt prozentual gleich, aber absolut natürlich höher. Mhm. Ja?
Und aufs Jahr gerechnet, gibt es ja verschiedene Kalkulationen, ist es so, dass sich am über 10 Jahre ist es völlig egal. Also ob du jetzt alles investierst oder peu à peu investierst. Man sollte natürlich das so viel investieren, wie es einem möglich ist. Ja. Aber, und das ist auch ganz wichtig, bitte nicht das Leben vergessen. Wir wissen ja gar nicht, ob wir in 15 Jahren noch leben. So, und zu deiner Frage, wie investiere ich das Geld? Na, ich habe 2 Töchter, 2 Enkelkinder. Ja, das ist mein Sparplan. Naja, was soll ich machen? Ja. Was nutzt mir es denn jetzt noch höher, noch schneller, noch weiter, dass er drauf Erbschaftssteuer zu bezahlen ist? Das ist ja cool. Weißt du? Ja. Okay. Ja, spannend. Also bitte, bitte kein Sparbuch. Ja, das will ich noch dazu sagen. Ja. Aber um nochmal ganz kurz auf den Punkt mit einzugehen, den du gerade genannt hast, ne? Zu sagen, man investiert eine gewisse Summe X einmalig oder man macht einen Sparplan, weil du sagtest, es macht jetzt keinen Unterschied. Da muss ich ein bisschen widersprechen an der Stelle, weil ich das gerade, so doof das klingt, an der Universität auch gehabt habe. Es gibt etwas, das nennt sich Cost-Average-Effekt. Kann man gerne mal googeln. Ja. Es gibt schon einen Unterschied, vor allem auf lange Sicht, ob man einmalig investiert, beziehungsweise der Unterschied besteht eigentlich eher darin, ob man immer die gleiche Summe investiert und in den gleichen Zeitabständen oder ob man unterschiedliche Summen investiert, weil zu verschiedenen Zeitpunkten kosten die einzelnen Aktien natürlich unterschiedlich viel. Wenn man Da hast du natürlich recht, dass wenn deine Aktie zu einem anderen Zeitpunkt teurer ist, ja, dann musst du natürlich mehr Geld dafür bezahlen, das ist richtig. Dafür hat aber die Aktie, wenn du ganz am Anfang schon das Geld einbezahlt hast, natürlich auch mehr, absolut, in Euro oder in Dollar, mehr abgeworfen. Das darfst du natürlich nicht vergessen. Mhm. Am Schluss, es ist wie gesagt, vielleicht ist ein kleiner Unterschied da, wenn du das sagst. Das wollte ich sagen. Der Unterschied ist nicht so riesig, aber es sind Unterschiede zu sehen. Nehmen wir mal an 100.000 Euro, jeden Monat 1.000 Euro. Wie groß ist der Unterschied über 100 Monate? Kann ich dir akut nicht sagen, weil das davon abhängig ist, wie sich die Kurse entwickeln. Ne? Aber ich will damit nur sagen, es ist schlauer, und das kannst du eben auch rechnerisch nachvollziehen anhand dieses Cost-Average-Effektes, darf jeder Zuhörer, Zuschauer gerne mal googeln, sehr, sehr spannend. Es ist schlauer, immer die gleiche Summe in den gleichen Abständen zu investieren, über einen gewissen Zeitraum X, sagen wir mal 10 Jahre, als das Ganze entweder einmalig zu investieren oder verschiedene Summen zu nehmen. Ne? Also, dass man nicht immer 1.000 Euro investiert, sondern mal 900. Hat dieser Cost-Average-Effekt, ja, wenn man das Geld wirklich hätte, auf Cash irgendwo rumliegen, die Inflation berücksichtigt? Er berücksichtigt, das kann ich dir akut gerade nicht sagen, müsste ich nochmal meine Unterlagen gucken, aber was er berücksichtigt, das sind eben die Kursentwicklungen. Ne? Also wenn du immer dieselbe Summe investierst, sagen wir 1.000 Euro pro Monat, dann interessieren dich die Kursentwicklungen nicht. Wenn du das aber anhand des Kurses machst, dann kannst du, weil der Kurs ist mal bei 1 Euro, dann ist er bei 1,20 Euro, dann 1,15 Euro, dann 80 Cent, dann investierst du nicht immer 1.000 Euro, sondern du investierst eben verschiedenste Summen. Ja, und das macht über Zeit hinweg, minimiert die Rendite. Deswegen wird empfohlen zu sagen, einfach immer die gleiche Summe zu investieren in den gleichen Zeitabständen. Mal googeln, ist sehr, sehr spannend. Wie gesagt, gibt es auch unterschiedliche Videos dazu, aber wir wollen es nicht daran festbeißen, denn ich glaube, dass der Normalbürger ja keine 100.000 Euro auf dem Konto hat und deshalb ist es sehr, wie soll man sagen, ein fiktives Beispiel für viele Menschen. Was man machen sollte, ist wirklich einen Sparplan und falls möglich in die großen ETFs investieren. Genau. Und nicht jeden Tag dreimal aufs Handy schauen, wie die Kursentwicklung ist. Das macht man dummerweise am Anfang sehr, sehr oft, glaube ich. Und nach und nach entspannt man sich da aber auch ein bisschen. Ja,
Ja, ich bin bei dir. Mir geht es ja auch nur darum, ich finde es ja immer schön, sich auszutauschen miteinander. Ne? Der eine lernt was von dem anderen. Ich kann das nur, wie du sagst, ich kann das nur empfehlen. Überhaupt sowas zu machen, ist schon eine gute und sehr sinnvolle Sache. Ne? Was man nicht machen sollte, ist, wenn man nicht 24 Stunden am Tag vorm Rechner sitzen möchte, ist Einzelaktien kaufen. Denn da kann man auch ganz, ganz gut baden gehen. Soweit ich irgendwie gelesen habe, ich kann es jetzt nicht irgendwie belegen, dass 90, 95% der Menschen, die in Aktien, Einzelaktien investieren, nachher pleite sind, beziehungsweise Geld verlieren. Deshalb sollte man das nicht machen. Also ich kann jedem, ich persönlich, was jeder macht, kann jeder machen, was er möchte, ist, also ich mache es nicht. Ich habe das natürlich auch mal gemacht, so ein bisschen, ne? Ein bisschen Spielgeld hergenommen. Und dann habe ich hier beispielsweise eine ganz, ganz tolle und sehr, sehr bekannte Marke, die da heißt PayPal. Ja. Oh, die sind ordentlich abgestürzt in der Und letzten die Zeit. sind seit September im Vergleich zu heute um 59% abgestürzt. Richtig, du hast völlig recht. Und dann gibt es aber auch eine Aktie, die heißt Google, und die ist auch seit September, stand bis heute um 4,17% abgestürzt. Die war aber auch schon mal bei 25% plus. Und die einzige Aktie, die wirklich nach oben geht und weiß gar nicht, was du machen sollst, ist die von Apple. Apple geht immer weiter. Hättest du vor 10 Jahren in Apple investiert, irgendwie, was hatte ich gelesen? Hättest du 10.000 Euro investiert, hatte ich irgendwie in einem Artikel mir reingezogen, dann hättest du dein Geld, oh, ich will die Summe gar, müsste ich nochmal nachgucken, aber eine Unsumme hättest du heute da liegen bei dir. Also Genau, hätte, hätte, Apple, Fahrradkette ist halt immer so das Problem. genau. Früher war es so, als wir hier diese Wohnung kauften, da war noch die Möglichkeit, dass du Wohnungen zu 100% finanzieren konntest. Das war noch möglich. Und null Eigenkapital. Und ja, also rückblickend hätten wir auch 10 Wohnungen kaufen müssen ohne Eigenkapital, hätte funktioniert. Die Bank hätte ja gesagt. Aber das ist halt immer so, dieses hätte, hätte. Dann kann man natürlich jetzt hergehen und sagen, ach Gott, hätte ich damals, ja, das ist alles schön gut, nur das bringt uns ja nicht vorwärts. Ja, wenn ich in der Vergangenheit lebe, das war damals die beste Entscheidung, die wir entschieden haben. War es die weltbeste Entscheidung? Nee, war es nicht, ja. Aber das rückblickend, auch so allgemein für die Persönlichkeitsentwicklung, wenn du etwas für dich entschieden hast, dann ist es so. Und nur weil du 5 Minuten mehr Lebenserfahrung hast, heißt es ja nicht, dass du eine Depression stürzen musst, ja, weil es war damals die beste Entscheidung. Und das gilt für egal was im Leben. Wen du heiratest, wo du einen Job hast, wo dein Geld investierst, du hast es gemacht, fertig, Lernerfahrung. Ja, meine Nichte aus den USA, die meinte, sie möchte gerne nach Deutschland kommen, um hier zu wohnen. Sie hatte halt Deutschland aufgrund von meinen Eltern kennengelernt und von mir kennengelernt, von meiner Frau und so. Sie sind halt da rumgereist. Die ist Anwältin. Und sie dachte, oh, Deutschland, Berlin, alles super, gefällt ihr. Sie war jetzt ein halbes Jahr hier. Sie ist nach Lissabon, in Anführungszeichen, zu einer anderen Niederlassung der Firma geflüchtet und geht wieder zurück nach Kalifornien. Was okay ist. Dann sagst du zu mir, ey, ich habe es vergeigt, ich habe es versagt. Sag ich, nee, du hast eine Lernerfahrung gemacht. Du weißt ja, wie Europa ist und fertig. Ja. Okay, also zurück zu ETFs. Einzelaktien, Finger weg. Es sei denn, du bist wirklich gut drauf, ja. Also Ich kann da auch zeitlich. nochmal eine eigene Erfahrung mit reinbringen. Ja. Ich habe auch hab auch mehrere Einzelaktien gehabt. Ich habe jetzt nur noch eine. Bei der einen habe ich ein Plus gemacht, bei der anderen bin ich plus minus null ungefähr rausgegangen, wenn man die Kosten für die, wie nennt sich das? Verwaltung durch die Bank, betiteln wir es mal so, mit einbezieht, ungefähr plus minus null. Und die jetzige, da bin ich mit 60% im Minus. Ja, das ist die Delivery Hero Aktie. Die habe ich mal für 1000 Euro gekauft. Dann war sie zwischenzeitlich bei 1400 und jetzt ist sie bei 400 und schieß mich tot Euro. Ja, also auch da kann man sehen, es kann eben von bis gehen. Ne? Es ist eher ein Glücksspiel und ein Gambling mit Einzelaktien. Vor allem, weil man halt einfach auch wirklich gar keinen Einfluss darauf hat. Ne? Wir Und wenn wissen ja auch nicht, man. beispielsweise der Herr Musk, ja, der Herr Musk, der twittert irgendwie ein Bild von einem Hund, ja, und die Coin geht nach oben, ja, und kein Mensch weiß, ja, also solche Dinge, das ist ganz Banales, ja, das muss nicht mal einen wirtschaftlichen Grund haben, einfach weil irgendjemand ein Bild postet, ja, also deshalb, und
dann ist es so, schau dir mal an, jetzt reden wir über ein MSCI All Country World, hat 1600 Aktien, die dort vertreten sind. Mhm. Das kannst du als Normalbürger gar nicht, diese, ich kenne nicht mal die 1600 Unternehmen, ich kenne nicht mal 600 Unternehmen, die da drin sind. Und wie soll ich denn das wissen, was jetzt in China einer macht oder in Indien oder in Brasilien? Keine Ahnung. Ja, bin ich bei dir. Also sprich, die zu spreaden und sein Vermögen zu verteilen in einem ETF logischerweise, ja, weil da eben ein... Diversifikation. Genau, richtig. Weil man da eben, also für die Leute, die sich damit nicht beschäftigen, wenig beschäftigen, im Prinzip, was ist das? Dieser ETF oder ist eigentlich nur eine digitale Version eines Fonds, ne? Sprich viele, viele Unternehmen zusammengebündelt, in die man rein investiert. Man kann das mit einem Sparplan machen oder mit Einmalzahlung oder man macht es in unregelmäßigen Abständen, scheißegal. Ja, das kann man machen und man, wie du gerade sagtest, diversifiziert dadurch eben und spreadet sein Investment auf viele Unternehmen. Entsprechend ist das Risiko einfach viel geringer und verteilter, wenn eins dieser Unternehmen mal schlecht performt, andere werden es schon wieder richten, so ungefähr. Deswegen genau. Macht man das. Ne? Das ist ja genau. So der Grundgedanke dahinter. Aber genau. Finde ich spannend, was du da erzählst. Hast du noch andere, neben Immobilien und ETFs, hast du noch andere Anlageformen, die du spannend findest, wo du dich mit beschäftigst, die du vielleicht sogar empfehlen würdest? Jede Anlageform hat so seinen Vor- und seine Nachteile. Wir haben es gerade schon besprochen bei den Immobilien. Sie sind immobil, du kannst sie nicht mitnehmen im Falle eines Falles. Mhm. Bei den ETFs oder Aktien allgemein hast du halt diese hohe Volatilität. Das nächste ist noch also das Up and Down. Und da kommen wir gleich zum nächsten, das sind die Kryptos. Mhm. Ja. Und die sind ja auch so seit September, Oktober letzten Jahres ein bisschen in den Keller gegangen, so 26% im Schnitt. Ja. Also die Bitcoins und die Ethereums und da gibt es ja noch andere. Aber das ist, wie gesagt, das ist, naja, so als wenn du in die Spielbank gehst, ja, weil du weißt nicht, ob rot oder schwarz kommt. Ja, das ist, du weißt es nicht. Ja. Was ist aber, was haben alle Investitionsformen klar? Entschuldigung. Ja, für die Zuhörer kam gerade ein Husten. Ja, ich bin auch da, ich bin nicht umgefallen. Aber finde ich genial, du hast so einen Button da bei dir, mega. So ein Mischpult, da drückst du drauf und dann ist halt stumm, dann kannst du auch mal husten. Ja. Irgendwas war gerade mal. Okay. Großartig. Also, was ganz, ganz wichtig ist, wenn man Geld investiert, ist immer der Faktor Zeit. Und deshalb sollte man so früh wie möglich anfangen. Und wenn es in Anführungszeichen nur 50 Euro sind, fangt damit an. Ja. Irgendwann mal kommt der Zinseszinseffekt zum Tragen. Und also, ich meine, im ersten Jahr, wenn du 50 Euro einbezahlst, jeden Monat hast du 600 Euro. Und bei 10%, naja, dann hast du halt 660 Euro. Das macht jetzt einen Bock nicht fett. Mhm. Ja. So, und das geht halt immer weiter. Ich meine, da gibt es ja Sparplanrechner, mit denen man sich das ausrechnen kann. Und da kriegst du nach einigen Jahren natürlich schon, passiert ein bisschen was, ja. Auf der anderen Seite kann ich aber auch Menschen verstehen, die sagen, ja, ich lebe im Hier und im Jetzt, was weiß ich, was in 20 Jahren ist und die Rente ist noch 30, 40 Jahre weit weg, kann ich auf der einen Seite auch irgendwo verstehen. Mhm. Nichtsdestotrotz, achte darauf, dass er ein bisschen was spart. Ja. Kryptos, da kann man ganz, ganz viel Geld mit verdienen. Man kann aber auch sehr, sehr viel Geld mit verlieren, bis zum Totalausfall. Alles, die Range ist ganz, ganz groß, ja. Und wenn du damals, als Bitcoin auf den Markt kam, 10.000 Euro investiert hättest, mehrere Milliarden wären heute deins. Ja. Ja. Und ja, das ist die hätte Fahrradkette. Deshalb für dich, ja. Dasselbe gilt auch für Gold. Mhm. Und es gab Zeiten, da hat Gold mal 300 Euro gekostet oder 300 Dollar, okay. Also, ja, 300 Euro gekostet, dann hat es mal 1.000 Euro gekostet. Jetzt kostet es, glaube ich, 1876, 1880 kostet es, glaube ich, jetzt irgend sowas in dem Dreh rum, ja. Und da hat sich das Gold auch innerhalb von 12 Jahren verdoppelt. Ne? Mhm. Und wie du gesagt hast, Diversifikation, Mai, wenn das eine runtergeht, du hast Krypto und Immobilien zum Beispiel, dann gehen die Immobilien im Wert hoch und der Krypto geht halt runter, Mai, ausgeglichen. Ausgeglichen ist immer noch besser als verlieren. Mhm. Ja, bin ich absolut bei dir. Und häufig ist es ja so, dass die Leute, wie du sagst, dann ihr Geld halt ausgeben, was auch völlig legitim ist. Es ist aber
des Öfteren, so kenne ich es von mir, ja, ich mache das mittlerweile fast gar nicht mehr, aber häufig geht die Kohle auch für Müllflöten, ne? Für Dinge, die man nicht braucht, für Dinge, die einem, die einfach überhaupt nicht wichtig sind und die einen irgendwie nichts bringen, so, und stattdessen wäre es wahrscheinlich dann doch eben sinnvoller, das Ganze anzulegen, ne? Und zu investieren. Und selbst wenn es nur kleine Summen sind, weil, wie du sagst, der Faktor Zeit ist der wichtigste Faktor, und umso länger man dieses Spiel eben mitspielt und in dem Spiel auch drin bleibt, betiteln wir es mal als Spiel, ja, umso ja, mehr wird man davon in 10, 15, 20, 30 Jahren dann eben halt auch haben. Ne? Also die, absolut, die am längsten durchhalten, so doof das klingt, die haben davon am meisten. Ne? So. Der vielleicht bekannteste und erfolgreichste Investor, Warren Buffett, ist nicht dadurch reich geworden, habe ich letztens gerade in einem Buch gelesen und in der Reportage auch wieder gehört, ist nicht dadurch reich geworden, dass er die besten Investments gemacht hat, sondern der ist dadurch reich geworden, dass er schon seit über 50 Jahren in diesem Spiel mitspielt. Und seine letzten, wie viele Milliarden hat er? Ich glaube, 80% seines Vermögens hat er in den letzten 10 Jahren gemacht. Ja, genau. Sowas war es, ja. Und das ist eine gute Nachricht. Das heißt, wenn man älter wird, hat man entsprechend ein Auskommen. Ja. Die schlechte Nachricht ist, es dauert halt. Ja, ja. Deswegen, man muss zäh bleiben und lange im Spiel. Aber sehr, sehr spannend. Also Die Problematik ist das. Du hast irgendwelche, wie gesagt, nehmen wir mal normale Menschen, die jetzt einen ganz normalen berufstätigen, also einen normalen Job nachgehen. Ja. Hm. Die Mieten steigen, ja, und dann steigen die Energiekosten jetzt 30%, 40%, 50%. In Griechenland sind es, glaube ich, jetzt 95%, dass alles teurer geworden ist. Und ja, durch die Ukraine-Krise, dann vorher Corona, vielleicht Kurzarbeiter geworden oder arbeitslos geworden, weil die Firma verlegt, geschlossen oder keine Ahnung, sonst was hat, ja. Und dann musst du vielleicht noch eine Hypothek nebenbei bezahlen, weil du dich darauf verlassen hast, also geglaubt hast, dass das Leben immer so weitergeht wie vor Corona. Ja. Mhm. Und dann kannst du ganz, ganz plötzlich in Hartz IV hineinstolpern. Und es gibt Menschen, die wissen Stand heute nicht, wenn der 20. eines Monats ist, wie sie die letzten 11 Tage noch überleben können, weil sie kein Geld, ja, haben. Ja, das darf, ja, man alles nicht vergessen. In unserem so reichen Land haben wir 1,5 Millionen Kinder, die unter der Armutsgrenze leben. Das darf man alles nicht, ETF hin, ETF her, ja. Und dann wird diesen Menschen oftmals auch vorgeworfen, warum habt ihr nichts gespart, während ihr arbeiten wart, ja, während eures Berufslebens. Es ging nicht. Mhm. Ja, das darf man. Investiert so viel es geht. Ja. Und, aber schaut, dass ihr dennoch lebt. Und wie schnell das ganze Thema vorbei sein kann, sehen wir gerade in der Ukraine, dass das von heute auf morgen passieren kann, obwohl wir nie, ich glaube, keiner hat damit gerechnet, dass in Europa in diesem Jahrhundert sowas passieren kann. Also ich glaube, ich hätte nie damit gerechnet. Hm. Ja. Also schaut, dass er trotzdem lebt. Ja? Schaut, dass ihr das Hier und das Jetzt genießt. Das ist der einzige Moment eures Lebens. Ihr wisst ja nicht, ob ihr den nächsten jetzt Moment erleben werdet. Ja? Mhm. Und schaut, dass ihr dennoch was für die Zukunft auf die Seite legt. Ja. Und vergleicht bitte die Sparmöglichkeiten bei einem Sparbuch, bei einem Bausparvertrag mit den Renditen von ETFs. Ja? Und glaubt nicht alles, was euch euer Berater beim Geldhaus eures Vertrauens so erzählt, ja, hinterfragt das Ganze, denn der möchte nur euer Bestes. Ja, natürlich. Abschlussfrage von mir zu dem Thema. Hast du eine bestimmte Aufteilung oder würdest du eine bestimmte Aufteilung empfehlen des Einkommens oder des Restbetrages, sagen wir mal, was man übrig hat, wie du das investierst, also so eine Art Haushaltsrechnung für dich. Sagen wir mal, du verdienst im Monat netto 2.000 Euro als Beispiel, deine Kosten monatlich inklusive Essen, Trinken und alles Mögliche belaufen sich auf 1.300 Euro, also hast du noch 700 zur Verfügung. Da drin kannst du Freizeit und Investment sehen. Hast du irgendwie für dich ein
Blueprint, wo du sagen würdest, ihr Lieben, das würde ich euch empfehlen, das so zu machen, also beispielsweise 50-50 oder 30% in Leben und 70% in Investment oder 70% also ich würde es, wenn es machbar wäre, mehrheitlich in Investment packen. Mhm. Mhm. Aber das Leben bitte nicht vergessen, dass man auch lebt. Ja, man kann sich halt überlegen, brauche ich jetzt wieder die nächste Skisaison wieder ein paar neue Ski oder tun es vielleicht auch die Ski aus der Vorsaison noch? Mhm. Kann ich auch mal Sonderangebote einkaufen? Mhm. Muss ich die Fahrt unbedingt machen, jetzt wo es Benzin oder Diesel 2 Euro kostet? Brauche ich das unbedingt? Ja. Bringt mir das größere Auto mehr, als wenn ich jetzt hier gehe und mit einem kleineren Auto fahre? Ist dann das wirklich viel besser? Mhm. Ja, also es war früher, wie gesagt, schneller, höher, schneller, weiter. Brauche ich die Leichtmetallfelgen? Oder reichen die normalen Felgen vielleicht auch aus? Eine schaut vielleicht schöner aus, aber ist halt ein Investment, das halt nicht werthaltig ist. Sondern, also schaut, dass ihr Dinge investiert, die sich im Wert steigern. Ne? Mhm. Und das muss nicht nur materiell sein, sondern auch, dass ihr euch Dinge kauft oder erlebt, die euch in eurer Persönlichkeit weiterbringen. Weil dann steigert ihr euren, das muss man ein bisschen aufpassen in Deutschland, den Wert. Ja. Ja. Lebensqualitätswert, sagen wir es mal so rum. Ne? Ja. Und sowas würde ich halt machen. Natürlich darf man auch, sollte man auch mal essen gehen und auch mal irgendeine Spinnerei. Das gehört ja auch dazu. So klar. Ist es ja nicht. Klar. Ja. Also es gibt ja so ganz, gibt's, wie heißen die wirklich so super extrem sind? Wie heißen die? Das Duschgel strecken und die Zahnpastatube aufschneiden. Und, weißt du, so gibt es ja so ganz. Ja, ja, ja. Ich weiß nicht, wie sich die Leute schimpfen, aber ich kann es mir vorstellen. Da gibt es einen Fachbegriff, ja. Also so muss es jetzt nicht sein, ja. Und also man darf schon noch leben. Ja, man darf schon noch leben. Absolut. Du, Ulrich, ich hätte gesagt, wir machen hier mal einen Cut für heute. Wie lange sind wir jetzt schon online? Ich habe keine Ahnung. Wir sind schon über 2 Stunden online. Ich hoffe, dass die Leute noch zuhören, aber ich gehe stark davon aus. Aber nichtsdestotrotz, du, ich würde ganz gerne einen Cut machen und dich nochmal einladen wollen, auf jeden Fall, weil ich habe hier noch diverse Themen, die ich mit dir besprechen will. Ich finde das faszinierend, deine Ansätze, die Art und Weise, wie du denkst, was du vor allem offensichtlich auch durchlebt hast und wie dich das geprägt hat, finde ich sehr spannend, sehr interessant. Scheinst ein sehr, sehr offener Typ zu sein, der immer weiter lernen will, sich entwickeln will. Und das soll jetzt nicht despektierlich klingen, aber das machen die meisten mit 50 und höher, machen das nicht mehr. Entsprechend, mein Respekt dafür ist auf jeden Fall gegeben, den hast du. Danke. Und ich bin sehr dankbar, dass du heute bei mir mit dabei warst, hier im Podcast. Ich werde wie gesagt, für alle Zuschauer und Zuhörer, alle deine Social Links mit reinpacken in die Description, ja, zu deinem Podcast verlinken, hört euch das Ganze mal an, richtig, richtig cool, was der Ulrich da macht, worüber er spricht. Wie gesagt, wir hatten ganz kurz auch über meine eigene Morgenroutine davor was aufgenommen, kann man sie auch nochmal geben. Und ja, wie gesagt, meinen aller herzlichsten Dank. Und wir setzen uns zusammen, telefonieren uns zusammen oder schreiben uns bezüglich, wenn du ein Folgevideo machen möchtest. Richtig, ganz genau. Und ihr Lieben da draußen, nochmal zum Abschluss, auch das mache ich ja jedes Mal wieder. Und ich sagte es ja eingangs, wenn ihr hier irgendwas für euch mitnehmen konntet, ne, und sei es wirklich nur der kleinste Gedankenanstoß. Und da gehe ich sehr, sehr stark von aus, weil wir haben eine Menge gecovert heute und es war sehr, sehr interessant und spannend. Dann, wie gesagt, gerne ein Like hinterlassen, kommentieren, das Ganze auf sozialen Medien teilen und einem Freund oder Freundin weitergeben. Würde ich mich riesig drüber freuen. Und in dem Sinne, ich würde sagen, wir hören und sehen uns beim nächsten Mal. Bis und nochmal vielen, vielen Dank, dass ich heute hier sein durfte. Ah, sehr gerne, Ulrich. Bis dann, ihr Lieben. Ciao, ciao. Ja.